Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer digitalen Diskussion zur Agrarreform 2023. Mein Name ist Patrick Liste, ich bin Chefredakteur beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier durchs Programm führen darf. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es sind ganz besondere Zeiten im Moment. Für die Landwirtschaft ganz besonders herausfordernde Zeiten. Auf der einen Seite haben wir steigende und gute Erlöse für Getreide, Rindfleisch und Milch. Auf der anderen Seite desaströse Erlöse für Schweinefleisch. Zudem sind alle Landwirte mit extremen Kostensteigerungen konfrontiert. In der Kombination schreiben insbesondere die Schweinehalter tiefrote Zahlen. Manche müssen aufgeben. Hinzu kommen die Forderungen und Wünsche nach mehr Tierwohl, mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz. Manchmal von Politik und Gesellschaft, manchmal vom deutschen Lebensmitteleinzelhandel und manchmal auch von beiden gleichzeitig. Die Landwirte sind bereit dazu. Sie haben nur die große Sorge, dass sie es nicht bezahlt bekommen und am Ende auf höheren Kosten sitzen bleiben. Auch politisch ist aktuell viel im Umbruch. Seit Ende vergangenen Jahres haben wir eine neue Bundesregierung. Mit dem Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltministerium sind gleich drei für die Landwirtschaft wichtige Ministerien unter grüner Leitung. Zudem steht im Zusammenspiel von EU, Deutschland und den Bundesländern die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik an. Die soll ab kommenden Jahr, ab 2023, greifen. Und in diesem Jahr stehen noch einige finale Entscheidungen an. In einem regelrechten Jahresendspurt hat die ganz, ganz große Koalition, nämlich die ehemalige Bundesregierung, die Große Koalition und die neue Bundesregierung, die Ampelregierung, die Eckpunkte der GAP-Reform festgeschnürt. Nach langen und intensiven Debatten. Der nationale Strategieplan der GAP hätte bis zum 31. Dezember des vergangenen Jahres in Brüssel sein sollen. Denn Brüssel will auch noch einen Blick darauf werfen und möglicherweise Änderungen vornehmen. Doch diese Frist hat die Ampelregierung verstreichen lassen. Deutschland ist säumig. Vielleicht erfahren wir heute Abend, warum und wann die Ampel nachliefern will. Quasi parallel erarbeiten die Bundesländer gerade die Programme der zweiten Säule, die Agrar- und Umweltmaßnahmen. Auch da ist noch viel im Fluss. Und zum Teil hängen diese Programme der zweiten Säule auch von den Eco-Schemes, den Öko-Regelungen, das sind die Klima- und Umweltmaßnahmen der ersten Säule, ab. Und vieles ist noch nicht klar, wie sich das kombinieren lässt. Und das Ganze beim hohen Zeitdruck, denn die Landwirte verlangen Planungssicherheit für das Jahr 2023. Und die große Frage, die im Raum steht, ist: Gelingt mit der grünen Architektur das Ziel, dass Landwirte mit Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen Geld verdienen? Oder gelingt es gerade nicht? Und am Ende haben Landwirte weniger Einkommen und es gibt auch weniger Biodiversität. Genau darüber möchten wir heute Abend sprechen. Und ich freue mich, dass wir dazu fünf hochkarätige Referenten auf dem Podium haben. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Ophelia Nick, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, die uns digital aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Abend. Guten Abend in die Runde. Ebenfalls digital zugeschaltet ist uns Professor Dr. Uwe Lackter-Schlohmann von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Auch Ihnen guten Abend. Schönen guten Abend allerseits. Hier bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich zum einen Herrn Dr. Jörn Krämer, Referent für Agrarpolitik und Umwelt beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband. Guten Abend. Ich begrüße Frau Dr. Heide Naderer, Vorsitzende des Naturschutzbundes NRW. Guten Abend. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Markus Röser, Leiter Kommunikation und Nachhaltigkeit bei BASF. Guten Abend. Guten Abend. Alle Teilnehmer hier im Studio erfüllen die 2G-Plus-Regel. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind digital zugeschaltet. Das heißt allerdings nicht, dass Sie sich nicht aktiv einbringen sollen. Ganz im Gegenteil, ich ermuntere Sie dazu. Wir freuen uns auf möglichst viele Fragen, Anregungen und Statements von Ihnen. Diese können Sie uns ganz bequem schicken. Und zwar, wenn Sie, falls Sie im Vollbildmodus sind, diesen Vollbildmodus einmal verlassen, dann sehen Sie darunter ein Feld Frage stellen. Wenn Sie da draufklicken,
erscheint ein Textfeld. Dort können Sie Ihre Frage, Anregung, Ihr Statement reinschicken und auf Senden drücken. Das Ganze läuft dann bei meiner Kollegin Marit Schröder zusammen. Die sortiert das Ganze, schickt mir das hier ins Studio und ich versuche so viel wie möglich von Ihren Fragen und Anregungen einzubauen. Zudem möchten wir Sie im Laufe des Abends mit zwei Umfragen integrieren. Wir möchten zwei Meinungsbilder von Ihnen einholen. Auch diese beiden Felder finden Sie unter Frage 1 und Frage 2 unter dem Feld Frage stellen. Wenn es soweit ist, werde ich Sie darauf aufmerksam machen und parallel werden wir einen QR-Code einblenden. Den können Sie dann ganz bequem abscannen und dort Ihre Antwort geben. Bitte bringen Sie sich ein und nutzen Sie die Chance. Kommen wir aber nun zum ersten Impulsstatement. Frau Dr. Nick, die neue Ampelregierung ist ja quasi auf den letzten Metern auf den Agrarreformzug aufgesprungen. Das meiste, die Eckpunkte, hat die Vorgängerregierung, die Große Koalition, gemacht. Diese Inhalte werden aber die Legislaturperiode der Ampelregierung maßgeblich beeinflussen und prägen. Ist das eigentlich ein Nachteil, weil Sie jetzt gar nicht das einbringen konnten, was Sie für wichtig halten und wo Sie gerne Schwerpunkte gesetzt haben? Oder ist es ein Vorteil, weil Sie sagen können, alles, was nicht so gut ist und nicht klappt, das sind ja gar nicht wir gewesen, sondern die Vorgängerregierung? Wir sind gespannt auf Ihren Impuls und die Ideen der Ampel zur GAP. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Liste. Und ich glaube, ganz so einfach machen wir es uns nicht. Aber ich versuche das jetzt dann zu erläutern, wie die neue Regierung das sieht. Ja, ich begrüße erstmal sehr herzlich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und freue mich sehr, heute an dieser Podiumsdiskussion dabei sein zu können. Und ich grüße Sie auch sehr herzlich im Namen unseres neuen Ernährungs- und Landwirtschaftsministers Cem Özdemir. Und ich spreche eben zu Ihnen als neue parlamentarische Staatssekretärin und ich bin ja auch NRWlerin. Deswegen ist es auch schön, da an der, das wird ja auch ein Teil der Podiumsdiskussion heute teilnehmen, wie dann eben auch zum Beispiel die zweite Säule und Zahlungen an Sie ausgestaltet werden können. Und ich stelle Ihnen jetzt mal auch unsere agrarpolitische Agenda vor. Und ja, wir haben sie geerbt und wir müssen jetzt damit umgehen. Und wir sind nicht an den Verzögerungen sozusagen schuld, ganz im Gegenteil. Wir hätten natürlich jetzt noch viel reinbringen können von uns, von grünen Ideen, aber das hätte dann ja Planungsunsicherheit bei Ihnen bedeutet. Und da war uns viel wichtiger, dass wir gesagt haben, wir müssen das jetzt schnell auf den Weg bringen, damit eben auch Sie Planungssicherheit haben. Und es ist jetzt eine Sache von Tagen, dass es in Brüssel erreicht. Wir sind auch nicht die Letzten, wir sind im Mittelfeld, aber wir Deutsche mögen das ja nicht so gerne, wenn wir eher zu den, ja, wir geben die Dinge ganz gerne pünktlich ab und das bemühen wir uns jetzt auch sehr, dass das dann jetzt passiert. Die Frage der Podiumsdiskussion ist ja Agrarreform 2023, weniger Einkommen und weniger Biodiversität, ist provozierend. Aber ehrlich gesagt, wenn wir nicht in der Regierung gewesen wären, hätte ich die Frage auch so gestellt. Und jetzt sind wir in der Regierung und wir stellen uns die Frage auch täglich. Denn genau das Gegenteil ist natürlich ein Anliegen. Und es ist wichtig, diese Frage ganz kritisch zu stellen und auch heute und in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren daran arbeiten, dass natürlich nicht das eintritt. Ja, denn Sie sollen, Sie, liebe Landwirtinnen und Landwirte, ich hoffe, viele von Ihnen sind an den Bildschirmen, Sie sollen eben entlohnt werden, wenn Sie gesellschaftliche Leistungen, und dazu gehört Biodiversität, dass Sie davon profitieren. Ich weiß, dass viele von Ihnen das auch jetzt schon freiwillig tun, aber die Gesellschaft möchte diese Leistung, die Leistungen sind auch wichtig und deswegen ist es auch die Aufgabe der jetzigen Bundesregierung, dass sie davon auch in Zukunft wirtschaftlich profitieren können. Denn Landwirtschaft geht uns alle an, alle profitieren von der Landwirtschaft. Es ist nicht nur, wenn wir eben über Land fahren, sondern auch Ernährung. Es sind viele Leistungen, die sie erbringen und das ist uns viel wert und dafür setzen wir uns wirklich tagtäglich ein. Und wir wollen eben, dass Landwirtschaft in Deutschland nachhaltiger ist, also ökologisch, aber dass sie eben auch ökonomisch gut ist und dass sie vor allen Dingen auch für die Zukunft gut gewappnet ist. Und wir sind davon überzeugt, dass auch Sie, die Landwirtinnen und Landwirte, da auch wirklich auch die
ja, Lösungsbringer sind, dass wir da nicht alleine stehen, sondern dass wir da gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten und wirklich dann auch versuchen, Chancen zu nutzen, dass eben durch gesellschaftliche Leistung auch Einkommen auf ihre Höfe kommen. Zum Beispiel ist, wenn wir dann über Biodiversität reden, was ja heute einer der im Mittelpunkt steht von gesellschaftlichen Leistungen, da gibt es ja auch noch andere Sachen wie Klimaschutz oder Tierwohl. Da zum Beispiel ist es uns wichtig, dass wir Biotopverbunde haben, dass wir mehr Grünland fördern und schützen und dass wir eben Lebensräume in der Agrarlandschaft haben und dafür wollen wir sorgen. Und das ist ja nicht nur, dass wir sagen, das ist eine Idee irgendwie von uns oder ein Selbstzweck, sondern das hat natürlich auch ganz wichtige Gründe, wieso wir das wollen. Denn Vielfalt in der Landschaft sorgt eben für Stabilität des gesamten Ökosystems. Und wir brauchen auch eine Vielfalt, ein stabiles Ökosystem, wenn wir andere Klimabedingungen haben. Und die kommen ja auf uns zu und da sehen wir auch mit Sorge auch der Zukunft entgegen. Wir sind eben aber nicht nur national dazu verpflichtet und haben ja auch schon die Vorgängerregierung ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Umweltschutz, sondern es ist ja auch auf internationaler Ebene und auch auf europäischer Ebene haben wir da eben Verträge, denen wir nachkommen müssen. Und da stehen wir auch im Wort und da haben wir eben auch gar nicht mehr viel Zeit, um diesen Zielen näher zu kommen. Was haben wir dafür gemacht? Wir wollen oder was kann man auch vor allen Dingen machen? Da ist natürlich einmal die Fördermaßnahmen in der GAG. Da werden wir auch nachher nochmal drüber reden, wie das hier auch auf NRW-Ebene ausgestaltet wird. Aber da gibt es eben viele Möglichkeiten, da Vielfalt eben auch in die Landwirtschaft reinzubringen. Und da liegt es eben dann auch an uns, dass wir das so gestalten, dass es für Sie betriebswirtschaftlich lohnt und auch bürokratisch machbar ist. Das reicht natürlich nicht. Ich glaube, das werden auch die Nachredner noch sagen, sondern wir müssen auch immer suchen nach anderen Instrumenten, zum Beispiel Vertragsnaturschutz, kooperative Umsetzungen in Agrarumweltmaßnahmen, Wasserverträge und so weiter. Da gibt es einiges und das hat auch die Zukunftskommission Landwirtschaft gesagt, dass es eben da ganz wichtig ist, dass wir oder eine wichtige Empfehlung ist, dass es eben nicht reicht, nur die Agrarsubventionen aus der EU zu nehmen, sondern eben auch nach anderen kooperativen Maßnahmen zu suchen. Hier an dieser Stelle auch natürlich bemühen wir uns darum, dass auch Tierwohl zum Beispiel besser bezahlt wird und auch an Themen wie Klimaschutz, dass man da was bekommt, ist auch sicherlich Thema der zukünftigen Regierung. Und das wollen wir eben natürlich nicht nur auf deutscher Ebene einbringen, sondern auch die EU-Ebene. Da wollen wir uns eben einsetzen, dass wir das eben gemeinsam schaffen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es wurde ja gefragt, wie wir das sehen, was wir da geerbt haben. Wir hätten uns wahrscheinlich, wenn wir es gemacht haben, ein ambitionierteres Umsetzen der GAP gewünscht. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie die jetzige GAP ist. Da wollen wir ja auch, dass das jetzt für Sie Planungssicherheit hat. Und dann wird eben die im nächsten Jahr evaluiert. Wird die überhaupt angenommen? Ist das für Sie eigentlich eine gute Maßnahme? Können Sie damit umgehen? Und bringt es eben auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben an Biodiversität. Ich hatte ja gesagt, sie wird jetzt vorgelegt der EU. Die EU wird einige Fragen haben, Herr Liste, nicht nur wenige, sondern ziemlich viele. Und da muss dann mit Hochdruck, da werden viele, viele bei uns im Haus mit beschäftigt sein, damit wir dann eben das schaffen, dass wirklich im Herbst spätestens der Strategieplan zur Genehmigung vorgelegt wird, damit Sie dann eben die Planungssicherheit haben. Und wir denken, wir gucken da mit Spannung drauf, wir wissen das, aber wir sind trotzdem davon überzeugt, dass es erstmal Verbesserungen für Biodiversität und Artenschutz bringt. Und diese Verbesserungen, die werden sicherlich über die neuen Öko-Regelungen oder Eco-Schemes oder wie man die auch immer nennt, erreicht. Die werden sicherlich auch erreicht darüber, dass wir mehr Brachflächen haben. Und die werden sicherlich auch darüber erreicht werden, dass einige Mittel auch in die zweite Säule umgeschichtet werden und da eben auch die Stärkung der nachhaltigen Landwirtschaft gestärkt wird. Wir wollen, dass Sie wirklich als Landwirtinnen und Landwirte und da auch wirklich im Gespräch bleiben, auch weiterhin die Jahre, dass Sie eben von Klima- und Naturschutz, dass Sie damit eben auch Geld verdienen können. Und die GAP
Transformation, die ist eben Basis für diese Transformation, die wir in der Landwirtschaft machen müssen, zu mehr Nachhaltigkeit. Die EU, das wissen Sie alle, hat uns ja auch herausfordernde Ziele aufgegeben. Das ist die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie. Und auch da, auf diese Ziele müssen wir alle Maßnahmen, die wir haben, immer wieder ausrichten. Erreichen wir die? Und deswegen, um die zu erreichen, diese sehr herausfordernden Ziele, hat die Ampelkoalition eben festgelegt in ihrem Koalitionsvertrag, dass sie zum Beispiel bis 2030 30% des Ökolandbaus haben möchte. Und das ist ein hohes Ziel. Und wenn wir dieses Ziel eben erreichen wollen, dann kann es zum Beispiel nicht sein, dass wir Doppelförderungen in dem neuen Strategieplan unmöglich machen. Das heißt, wir werden uns sehr dafür einsetzen, dass Betriebe, die in der zweiten Säule die von den Ökoprämien profitieren, auch in der ersten Säule von den Ökoregelungen profitieren können. Das wäre von der Vorgängerregierung noch nicht so klar gewesen und wir werden da sehr daran arbeiten, dass das möglich ist, sonst können wir eben diese herausfordernden Ziele nicht erreichen. Dann kommt ja nächstes Jahr diese neue Architektur und dann werden wir eben genau hinschauen, wie ist es möglich und dann nachsteuern. Was sicherlich aber eines der wichtigsten Ziele ist, auch dieser Regierung, dass wir jetzt schon anfangen werden, an die nächste Förderperiode zu denken und da eben auch schon dann an den Strategieplänen arbeiten für 2027, damit wir da eben frühzeitig sind, wie wir das ja auch gerne möchten und dann auch eben auf europäischer Ebene da Partner haben, um da zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen. Ich komme langsam zum Ende, Herr Liste. Wir freuen uns sehr, dass die Zeit unserer Regierung auch schon Kommissionen gearbeitet haben, die uns sicherlich auch den Weg geebnet haben, generell den Weg für jede Bundesregierung. Aber da wurden eben wirklich die Türen aufgemacht und das war dann von der Zukunftskommission Landwirtschaft, die ja wirklich zusammen viele, ja, eher polarisierende Meinungen zusammengebracht hat. Sie hat Gräben überwunden, sie hat Kampfbegriffe zur Seite gelegt und in dieser Basis wollen wir eben auch weiter den Weg fortsetzen. Ich habe ja gesagt, die Türen sind offen von der Zukunftskommission und wir gehen gerne durch diese Tür durch, die da bereitet wurde und versuchen, das gut zu machen. Auch die Borchert-Kommission will ich nicht unerwähnt lassen. Auch die hat eben sehr gute Vorschläge gemacht, damit eben gesellschaftliche Leistung, in dem Fall ging es nur um Tierwohl, aber Tierwohl lässt sich natürlich auch mit Klimaschutz und Biodiversität verbinden. Da hat sie eben gute Vorschläge gemacht, wie da auch eben Einkommen auf die Landwirtschaft durch diese gesellschaftliche Leistung kommt. Und auch da werden wir uns sehr bemühen, dass wir das umsetzen können. Ich sage ganz klar, wir sind da nicht alleine in der Regierung, wir sind in der Ampelregierung, aber wir werden uns sehr einsetzen, dass Tierwohl auch in Zukunft honoriert wird. Das heißt, es gibt schon bereits viele Lösungsansätze. Sie haben viele Lösungsansätze. Ich hoffe, auch heute hören wir einige. Es ist jetzt an uns von der Politik, dass wir das aufnehmen, dass wir das gestalten. Und wir sind da entschlossen, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen, damit wir dann in den nächsten Treffen, die wir uns sehen, in den nächsten Jahren dann eben sagen können, Agrarreform, mehr Einkommen und mehr Biodiversität. Ich danke dafür, dass ich hier vortragen durfte. Wunderbar, ganz herzlichen Dank für den Umschlag und agrarpolitischen Rundumschlag und sofort das Thema für nächstes Jahr, die Überschrift geliefert für die nächste digitale Veranstaltung. Also auch ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Sie sind gewillt, dass Landwirte mit der Erzeugung von Lebensmitteln und mit Klima- und Umweltschutz eben Geld verdienen können. Sie sind nicht ganz glücklich mit dem, was Sie geerbt haben. Sie hätten an einer anderen Stelle was anderes gemacht, wollen jetzt aber das Beste raus machen. Ich habe da schon rausgehört, dass Kombinationsmöglichkeiten, Eco-Schemes und Maßnahmen in der zweiten Säule, mit Sicherheit ein Thema, wo wir heute Abend noch drauf zu sprechen kommen. Der Ökolandbau als Leitbild habe ich nochmal rausgehört. Aber auch dann schon den Blick auf die Evaluierung im nächsten Jahr, die Sie vornehmen möchten, bis hin zu Ausblick zur Neuagab-Förderung. Also ich glaube, das waren ganz viele Punkte, die wir da mitgenommen haben. Ich würde ganz gerne noch mal einen zum Verständnis, weil ich es mir wirklich nicht vorstellen kann. Sie sagten, die Verzögerung kann jetzt die Ampelkoalition nichts für.
Was müssen Sie da jetzt ganz aktuell an dem Strategieplan noch machen? Muss der in Text gefasst werden? Sind das redaktionelle Anpassungen? Sind das technische Anpassungen? Oder gehen Sie irgendwo auch noch an Inhalte ran, bevor Sie das nach Brüssel Nein, schicken? Also es wir sind sind rein. tatsächlich, Büro, genau, es, wir machen die ja nicht alleine, da sind auch die Länder mit drin. Und tatsächlich gibt es noch ein paar Anmerkungen, das ist nicht mehr viel, aber manchmal sind es ja ein paar Anmerkungen, auf die wir warten. Und wenn die eintreffen, das kann sich nur noch um Tage handeln, dann geht es auf nach Brüssel. Alles klar. Okay, danke. Dann leiten wir über zum zweiten Impulsstatement. Herr Professor Dr. Laktasch-Lohmann, Sie haben sich ja sehr, sehr intensiv mit der Agrarpolitik beschäftigt, auch mit der Agrarreform und haben an anderer Stelle ja auch einen Blick nach NRW geworfen in einer anderen Arbeit. Uns würde jetzt natürlich interessieren, aus Sicht der Wissenschaft, was halten Sie eigentlich von dem, was da jetzt auf dem Tisch liegt an Agrarreformvorschlägen? Was ist klar, was ist noch offen und was halten Sie davon? Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Und ich sehe, die Folien sind schon eingeblendet. Ich setze da weniger auf die Macht des Wortes wie meine Vorrednerin, sondern ich habe so ein paar Fakten rüberzubringen und das macht man am besten immer mit Folien. Zunächst mal aber möchte ich Sie auch alle ganz herzlich begrüßen an den Bildschirmen. Das ist die Aufgabe, die Herr Liste mir gestellt hat, also eine Bestandsaufnahme, was steht schon fest, wo sind noch offene Fragen und gibt es schon erste Analysen? Ja, die gibt es, haben wir gemacht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht in erster Linie. Auf der nächsten Folie habe ich mal gegenübergestellt die alte und die neue Förderstruktur. Auf der linken Seite erstmal die alte Förderstruktur. Das kennen Sie schon. Das ist, wir haben die Basisprämie, 173 Euro pro Hektar. Dann haben wir die Greening-Prämie geknüpft an drei Vorgaben, kennen Sie alle. Dann haben wir die Umverteilungs- und die Junglandwirtsprämie und dann oben drüber letztlich dann freiwillige Agrarumweltmaßnahmen der zweiten Säule. Das ist die aktuelle Förderstruktur, die aber am Ende dieses Jahres dann endet. Und auf der nächsten Folie sehen Sie dann, wie sich das in Zukunft gestalten wird. Die Basisprämie wird erhalten bleiben, die heißt dann nur anders, die heißt dann Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit. Hört sich ja auch besser an als Basisprämie, so rein von der Marketingperspektive. Dann sind eben schon angesprochen die Eco-Schemes, beziehungsweise auf Deutsch die Öko-Regelungen. Das sind also einjährige Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, die in der ersten Säule programmiert sind und wo auch ein großer Teil des Geldes der ersten Säule hinfließt, nämlich 23% der ersten Säule. Mittel fließen in diese Ökoregelung, Teilnahme für die Landwirte freiwillig. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen, was da konkret in Zukunft angeboten werden soll. Aber im Durchschnitt der Agrarfläche stehen dafür 65 Euro pro Hektar zur Verfügung. Weiterhin erhalten bleibt die Umverteilungsprämie und die Junglandwirtsprämie. Die werden aber beide erhöht. Also Sie sehen, die Junglandwirtsprämie wird deutlich erhöht von 44 Euro pro Hektar für die ersten 90 Hektar auf 115 Euro pro Hektar für die ersten 120 Hektar. Das sind also ungefähr 10.000 Euro Differenz dann für einen Junglandwirt pro Jahr. Umverteilungsprämie wird auch erhöht und dann neu im Programm sind die gekoppelten Tierprämien. Wir fallen wieder zurück in die Zeit vor 2005, wo wir ja die produktionsgebundenen Prämien hatten. Da gibt es jetzt in Zukunft dann wieder gekoppelte Tierprämien für Mutterschafe, für Mutterkühe und Ziegen. Und den Block der freiwilligen Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen der zweiten Säule habe ich etwas größer gemacht, weil die Umschichtung des Budgets ja erhöht wird, von im Moment 6,5% dann auf 12% oder ja 10, glaube ich, erst. Und das steigt dann aber bis 2027 auf 15% der Mittel der ersten Säule, die dann in die zweite Säule umgeschichtet werden. Ja, auf der nächsten Folie habe ich mal einen großen gelben Banner drüber gelegt. Alle Prämien ab 2023 unterliegen der Konditionalität. Konditionalität ist das neue Wort für Greening und Cross-Compliance. Also Greening-Auflagen, die es bisher gibt,
die müssen in Zukunft im Rahmen der Konditionalität eingehalten werden, ohne dass es da wie bisher 85 Euro pro Hektar dafür gibt. Ja, und wenn Sie mal eine Folie weitermachen, dann habe ich Ihnen hier mal die Glötz-Standards der Konditionalität einmal aufgelistet. Die drei grün gekennzeichneten sind die Standards des Greening, nämlich Erhalt von Dauergrünland. Dann hatten wir Anbaudiversität, Glötz 7, das heißt in Zukunft Fruchtwechsel auf Ackerland. Und Glötz 8 nennt sich Mindestanteil von nicht produktiven Flächen und Landschaftselementen. Das ist das, was im Moment unter ökologischer Vorrangfläche firmiert. Aber auch dort gibt es letztlich Verschärfungen in der Weise, dass man ökologische Vorrangfläche nicht mehr erbringen kann in Form von Zwischenfrüchten und Leguminosen und dass auch Landschaftselemente nicht mehr mit dem Faktor 1,5 zählen, sondern nur noch mit dem Faktor 1. Also da kommt ein bisschen was auf die Landwirtschaft hinzu. Gelb gekennzeichnet sind neue Glötz-Standards, die es bisher noch nicht gibt, zum Beispiel die Anlage von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen oder auch der Mindestschutz von Feuchtgebieten und Mooren, versehen mit Flugbeschränkungen und so weiter. Eine wichtige Neuerung ist auch, dass Ökobetriebe nicht von den Glötz-Standards ausgenommen sind. Das war ja bisher beim Greening so, dass Ökobetriebe sich nicht an das Greening halten mussten, beziehungsweise die wurden per se als gegreent betrachtet und das wird in Zukunft anders sein. So, das ist also ein wichtiges neues Element der Agrarpolitik der Zukunft in der grünen Architektur. Auf der nächsten Seite habe ich Ihnen mal dargestellt die Eco-Schemes, die Öko-Regelungen, die es dann in Zukunft geben soll, also Agrarumweltmaßnahmen in der ersten Säule programmiert. Da haben wir die Grünbrache auf Ackerland, und zwar zusätzlich zu der nicht produktiven Fläche, zu dem, was im Moment ökologische Vorrangfläche ist. Da gibt es bis zu 1.300 Euro pro Hektar dafür, dass man Ackerfläche aus der Produktion nimmt. Das gilt aber nur für das erste Prozent seiner Ackerfläche. Also wenn man 100 Hektar Ackerfläche hat, dann kriegt man für den ersten Hektar Grünbrache 1.300 Euro und für weitere Hektare ist das dann stark degressiv gestaffelt. Für den zweiten Hektar gibt es dann nur, für das zweite Prozent gibt es nur 500 Euro und so weiter. Da ist so eine Staffelung drin. Auf der Grünbrache kann man dann Blühflächen und oder Blühstreifen anlegen, da gibt es dann nochmal 150 Euro pro Hektar extra, also zusätzlich zu den 1.300 Euro. Und Eco-Scheme Nummer 3 ist der Anbau vielfältiger Kulturen. Das ist ja ein Programm, was in den meisten Bundesländern, eigentlich in allen Bundesländern schon im Moment im Rahmen der zweiten Säule gefördert wird. Da muss man dann 10% Leguminosen mit in der Fruchtfolge haben. Dafür soll es in Zukunft 30 Euro pro Hektar geben. Da sind wir ja eigentlich aus der zweiten Säule ganz andere Zahlungshöhen gewöhnt. Ein weiteres Eco-Scheme, Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel in Sommerkulturen, also zum Beispiel im Mais oder in Reihenkulturen, wo man hacken kann. Dafür gibt es 100 Euro pro Hektar. Und dann haben wir noch die Beibehaltung von Agroforstsystemen, 60 Euro pro Hektar. Auf der nächsten Seite habe ich einmal die Eco-Schemes auf Grünland zusammengestellt. Da kann man Altgrasstreifen anlegen auf Dauergrünland, also bestimmte Teile einer Wiese zum Beispiel ungemäht lassen, einfach stehen lassen. Dafür gibt es bis zu 900 Euro pro Hektar Vertragsfläche, also nicht pro Hektar Altgrasstreifen, sondern auf 10-20% der Fläche eines Schlages müssen die Altgrasstreifen stehen und da gibt es dann 900 Euro pro Hektar Vertragsfläche für das erste Prozent. Und da ist dann wieder so eine degressive Staffelung drin, wie bei der Grünbrache auf Acker. Dann vielleicht ganz interessant für Betriebe, die ohnehin mit geringem Viehbesatz wirtschaften, das Eco-Scheme 2 auf Grünland, nämlich Extensivierung des gesamten Dauergrünlands. Da darf man maximal 1,4 Großvieheinheiten pro Hektar Hauptfutterfläche haben und auch dann
Düngung entsprechend reduzieren muss. Dafür gibt es 115 Euro pro Hektar. Also wer das schon hat, der kann da einfach mitmachen, ohne dass er sich groß anpassen muss. Interessant finde ich auch das dritte Eco-Scheme auf Grünland. Das nennt sich ergebnisorientierte Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen, also nicht des gesamten Dauergrünlands, sondern einzelner Schläge. Da muss man 4 regional typische Kennarten nachweisen. Da sind die Bundesländer gefragt, solche Listen zu erstellen mit regionalen Kennarten. Und wer diese regionalen Kennarten nachweisen kann, der bekommt 240 Euro pro Hektar. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Zusatzprämie, wenn die Flächen in Natura 2000 Gebieten liegen, dann gibt es 40 Euro pro Hektar nochmal obendrauf. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt nochmal versucht, die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich noch offen? Und das ist eben schon angesprochen worden, was eigentlich ganz entscheidend ist, die Kombinierbarkeit von Ökolandbauförderung und Eco-Schemes, also an welchen Eco-Schemes dürfen denn eigentlich Öko-Betriebe teilnehmen? Und da ist dann auch die Frage zu klären, wie sind denn eigentlich die Abzüge, wenn sich Maßnahmen überschneiden? Also das ist noch offen, das wird dann aber sicherlich in 14 Tagen oder 3 Wochen im Strategieplan stehen, wie da die Kombinationsmatrix aussieht. Und dann ist auch noch die Frage, wird denn jetzt bei der Ökoförderprämie oder bei den Eco-Schemes gekürzt, die Kürzung vorgenommen? Vermutlich wird es bei der Ökoförderprämie der Fall sein. Ja, und das gleiche, ähnliches offenes Feld haben wir noch bei der Kombinierbarkeit der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der zweiten Säule und der Ökoregelung. Auch da brauchen wir eine Kombinationsmatrix, eigentlich auch für jedes Bundesland einzeln, aus der hervorgeht, welche Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen man mit welchen Eco-Schemes oder Ökoregelungen kombinieren kann und welche Abzüge es dann gibt. Jetzt vielleicht auf der nächsten Folie zur letzten Frage, zur ersten Bewertung. Was ist denn davon zu halten? Wir haben Berechnungen durchgeführt für unterschiedliche Betriebe, und zwar zunächst mal für Betriebe, die relativ intensiv wirtschaften in der Ausgangssituation, wo wir uns die Frage gestellt haben, soll man denn überhaupt noch mitmachen in der GAP? Soll man überhaupt noch einen Grundantrag stellen oder soll man ganz rausgehen? Ja, wir haben ja die erhöhten Glötzstandards, wir haben niedrigere Förderprämien. Und da haben wir zunächst mal ausgerechnet für 3 unterschiedliche Betriebe, wie wirkt sich das eigentlich auf das Prämieneinkommen der Betriebe aus, und haben festgestellt, ja, das Prämieneinkommen wird zwischen 25 und 35% sinken. Wir haben dann weiterhin diese Betriebe simuliert, wie die diese Glötzstandards umsetzen würden und mit welchen Anpassungskosten das verbunden wäre. Und auch da haben wir festgestellt, ja, in intensiv wirtschaftenden Betrieben und hochspezialisiert wirtschaftenden Betrieben verursachen diese neuen Glötzstandards, vor allen Dingen der Glötzstandard 8, nicht produktive Fläche, verursachen hohe Anpassungskosten, sodass die Einkommenswirksamkeit der Direktzahlungen teils unter 30% fällt. Das heißt, von einem Euro Direktzahlung, die ein Betrieb erhält, sind nur 30 Cent einkommenswirksam, 70 Cent gehen drauf für Anpassungskosten. Und dennoch haben wir gesagt, lohnt sich ein Ausscheren aus der gemeinsamen Agrarpolitik nicht. Also das wird ja immer wieder gesagt von Landwirten und auch vom Bauernverband, dann machen die Landwirte einfach nicht mehr mit, sie stellen keinen Antrag mehr. Auch für intensiv wirtschaftende Betriebe und hochspezialisiert wirtschaftende Betriebe wird es in Zukunft immer noch sinnvoll sein, in der GAP mitzumachen. Wenn Sie das mal im Detail nachlesen wollen, wir haben das da veröffentlicht in der aktuellen Top Agrar Ausgabe Februar 2022. Auf der nächsten Folie haben wir dann auch mal die Eco-Schemes durchgerechnet, auch für unterschiedliche
Betriebe mit einer unterschiedlichen Passfähigkeit zu den Eco-Schemes, nämlich sehr intensiv wirtschaftende Betriebe und eher vielseitig aufgestellte Betriebe in der Ausgangssituation. Ja, und da haben wir festgestellt, für intensiv wirtschaftende und spezialisierte Betriebe sind die Eco-Schemes betriebswirtschaftlich nicht interessant. Das wird einem sofort klar, wenn man sich anschaut, die Förderprämie von 30 Euro pro Hektar Ackerfläche für die vielfältigen Kulturen. Wir haben das mal für typische Ackerbaubetriebe in Norddeutschland durchgerechnet, die so eine Fruchtfolge haben wie Raps, Weizen, Gerste. Wenn die zwei weitere Früchte aufnehmen sollen, unter anderem eine Leguminose, dann verursacht das Anpassungskosten, also Deckungsbeitragsverluste in Höhe von ungefähr 60 bis 70 Euro. Es werden aber nur 30 Euro als Prämie angeboten. Also das lohnt sich nicht. Und demgegenüber für vielseitig aufgestellte und extensiv wirtschaftende Betriebe, werden die Eco-Schemes Spaß machen, denn die brauchen sich kaum anzupassen. Es wird viel Vorhandenes erstmal ins Körbchen gesammelt, ohne dass man sich groß anpassen muss. Das heißt, die Eco-Schemes werden in diesen Betrieben die nachhaltigen Systeme und Verfahren, die dort betrieben werden, wirtschaftlich absichern. Sie werden aber nicht viel Neues schaffen. Und damit meine ich, mit dieser Analyse können wir sagen, dass ein politisches Ziel wahrscheinlich nicht erreicht wird, nämlich, dass man eine gleichmäßige räumliche Inanspruchnahme der Eco-Schemes erreicht. Das war ja immer das politische Ziel. Landwirte in ganz Deutschland sollen da mitmachen. Nach unseren Analysen wird es so sein, dass es vor allen Dingen Landwirte an Grenzstandorten sind oder an nicht so guten Standorten oder Landwirte, die ohnehin schon diversifiziert wirtschaften, für die Eco-Schemes interessant sein werden und während intensiv wirtschaftende Betriebe das halt nicht interessant finden werden. Und das führt halt letztlich dazu, dass es zu einer Prämienumverteilung zugunsten der nicht so guten Standorte kommt. Ja, da wird also Geld abfließen Richtung Baden-Württemberg, Richtung Hessen, Richtung Bayern, also zu Ungunsten von Hochertragsstandorten. Ja, und was meines Erachtens wir brauchen, sind mehr spezifische Eco-Schemes für intensiv wirtschaftende Betriebe. Ein intensiver Milchviehbetrieb fällt da irgendwie durchs Raster und auch ein intensiv oder auch spezialisierter Ackerbaubetrieb, wenn ich mir jetzt so vorstelle, in der Soester Börde oder ein Milchviehbetrieb am Niederrhein, hochspezialisiert, hohe Leistung, für den ist da nicht viel dabei. Und da meine ich, müsste die Politik nachbessern, um auch diesen Betrieben ein Angebot machen zu können. Diese Analyse kommt raus in der nächsten Top Agrar, Ausgabe März 2022. Und jetzt noch auf der allerletzten Folie, da bin ich auch durch. Wie sieht das denn eigentlich aus für die Ökobetriebe? Werden das die Gewinner oder Verlierer der Reform sein? Und da lautet die Antwort, das können wir im Moment noch nicht sagen. Das hängt ganz ab von der Kombinierbarkeit der Eco-Schemes mit der Ökolandbauförderung. Und nach ersten Verlautbarungen, das sagte Frau Nick ja auch gerade, soll da eine relativ großzügige Kombinierbarkeit installiert werden, sodass man zum Beispiel die 30 Euro für die vielfältigen Kulturen auch als Ökobetrieb kassieren kann, obwohl man das eigentlich sowieso hat. Im Ökolandbau hat man halt die vielfältigen Fruchtfolgen. Wie das mit dem Pflanzenschutzmittelverzicht ist, das ist ja auch ein Eco-Scheme, den hat man ja auch im Ökolandbau. Das wird sich zeigen, ob man das auch kombinieren kann, aber da würde ich wirklich von abraten, denn da wird die Kommission reingrätschen und das als Doppelförderung klassifizieren. Ja, auch sobald der Plan steht, machen wir auch dazu eine Analyse und veröffentlichen das in Top Agrar. So viel erstmal zu meiner Analyse. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Schlohmann. Ich glaube, das war richtig gut, nochmal auf die Details einzugehen, denn im Chat sind unheimlich viele Fragen schon aufgeploppt nach dem Impuls von Frau Dr. Nick. Und ich glaube, die eine oder andere Antwort konnten Sie gerade schon geben. Ich glaube, es ist klar geworden, dass künftig sämtliche Prämien eben der Konditionalität unterliegen. Und das ist Greening und Cost Compliance, so wie wir es jetzt kennen. Es ist klar geworden, dass die intensiv wirtschaftenden Betriebe zu knappen haben an der Konditionalität, aber dass sie trotzdem sagen, ausscheren
ist nicht sinnvoll, bleibt dabei. Und dass es ein Unterschied ist bei den Eco-Schemes, da ist es für intensiv Wirtschaftende wirklich schwierig, wohingegen Betriebe, die möglicherweise extensiver wirtschaften oder diverser unterwegs sind, das ein bisschen leichter haben, da ein Eco-Scheme anzuwenden und da in den Genuss der Prämie zu kommen. Das habe ich mitgenommen und Sie haben auch nochmal klar gemacht, wo die Knackpunkte sind, die offenen Punkte, wie zum Beispiel an der Kombinierbarkeit, einmal mit der Ökolandbauförderung, aber auch eben mit Programmen der zweiten Säule, und dass wir da dringend irgendwie einen Hinweis brauchen und den uns erhoffen vom nationalen Strategieplan. Das habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Ganz herzlichen Dank. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit einbinden, nämlich mit der ersten Blitzumfrage. Die finden Sie, wie eben beschrieben, wenn Sie den Vollbildmodus verlassen, unter Frage 1 oder eben mit dem QR-Code, den wir jetzt einblenden. Und die Frage ist eigentlich relativ simpel. Von dem, was Sie jetzt gehört haben, also von den bisherigen Vorschlägen, gelingt es mit den bisherigen Vorschlägen, dass Landwirte mit Umwelt- und Klimaschutzleistung Geld verdienen? Und die Antwort ist ja, nein oder weiß nicht. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen plakativ, aber hilft vielleicht, ein bisschen so ein Stimmungsbild reinzuholen. Und wir sind ganz gespannt auf die Meinung von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Während die Abstimmung läuft, würde ich natürlich jetzt gerne unsere Diskutanten hier im Podium, im Studio mit einbinden. Herr Dr. Krämer, wenn Sie jetzt vorm Rechner sitzen würden und an der Umfrage teilnehmen würden, was würden Sie denn ankreuzen? Ich würde, glaube ich, ein Nein ankreuzen. Herr Latta-Klohmann hat es, finde ich, sehr gut dargestellt. Für die meisten Betriebe wird sich die Teilnahme an der GAP weiterhin lohnen. Aber die Frage ist, ob dann wirklich immer noch so viel Einkommen bei den Betrieben bleibt. Denn er hat es angesprochen, wir verlieren etwas an Direktzahlung durch die Umschichtung in die zweite Säule. Aber wir haben halt eben sehr hohe Anforderungen. Und da insbesondere die Konditionalität zu nennen, 4%, wenn die meisten Betriebe ihre Ackerfläche stilllegen müssen. Das kostet natürlich auch an entsprechender Marktleistung, an Deckungsbeitrag, der da verloren geht. Die Ökoregelung, und das ist, ich finde, das ist im Strategieplan der EU ist es enthalten, dass man da einen Gewinnanspruch auch mal anmelden kann und dass man auch über Zielflächen reden kann, dass man auch in Gunstregionen den Anspruch erheben darf, dass dort wirtschaftlich auch bei den Trieben etwas bleibt und wir nicht immer nur über Durchschnittskostenausgleich reden, sondern dass wirklich da eben auch ein Gewinnanspruch der Betriebe erfüllt wird. Das sind Punkte, was auch wichtig ist, und das, glaube ich, sollte man nicht vergessen. Wir reden gerne über Prämienhöhen, das tut man als Bauernverband auch gerne, aber ich glaube, viele Betriebe sind auch skeptisch bei Ökoregelungen oder auch teilweise Agrarumweltmaßnahmen der zweiten Säule, weil natürlich die Maßnahmen auch kontrolliert werden müssen, das ist mir klar. Da ist viel öffentliches Geld im Fluss, das muss auch ordnungsgemäß verwendet werden. Aber manchmal sind es ja so Punkte, wo man denkt, mit ein bisschen mehr Toleranz, insbesondere bei Flächenabweichungen, würde man die Teilnahmequote an vielen Maßnahmen nach erhöhen, weil man nicht nachher mit Kontrolleuren über einen fehlenden Quadratmeter, fehlenden Meter Breite streiten möchte. Okay, ich würde gerne noch mal einmal beim ersten Punkt bleiben, der Bewertung. NRW ist ja wie Kleindeutschland, sag ich mal. Wir haben ganz unterschiedliche, vielfältige Strukturen. Wir haben Mittelgebirgsregionen, wir haben intensivwirtschaftende Regionen, Verhehlungsregionen wie das Münsterland, wir haben Ackerbaustandorte wie die Soester Börde. Wenn Sie das, was Sie skizziert haben, was Herr Dr. Schlohmann skizziert hat, auf welche Betriebstypen kommen die schärfsten Veränderungen vor und wo sagen Sie, Mensch, die können vielleicht noch relativ gut mit dem leben, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt? Also ich habe auch mal so, oder wir haben auch mal ein wenig gerechnet, und wenn man dann überlegt, naja, extensiv wirtschaftende Betriebe, die sozusagen schon Zielbilder erfüllen, da merkt man ja auch, Betriebe, Mutterkuhhaltung auf Dauergrünland, extensives Dauergrünland, wenn die Ökoregelung extensives Dauergrünland nehmen, in der beschriebenen Variante 115 Euro im Jahr 2023, dann nach 100 Euro je Hektar, die verzichten dafür ja entsprechend auf die Agrarumweltmaßnahme extensives Dauergrünland, die nicht mehr angeboten wird und die betrug oder beträgt noch 150 Euro je Hektar in Nordrhein-Westfalen. Und auch diese Betriebe werden nicht so extrem wie andere Betriebe, aber die werden auch mit einem Prämienrückgang zu kämpfen haben, trotz einer
höheren Umverteilungsprämie für kleine Betriebe, trotz auch der gekoppelten Zahlung für Mutterkühe. Und dann fragt man sich ja schon, ist das wirklich das Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik? Ackerbaubetriebe, vielfältige Fruchtfolge, auch das angeführt, 30 Euro in der Ökoregelung, 90 Euro bisher in der zweiten Säule NRW, 125 für eine großkörnige Leguminose. Da fragt man sich schon, wie kommen diese Differenzen zustande? Und wenn man das dann auf die Betriebe umrechnet, merkt man eben, dass der Prämienrückgang doch deutlich ist. Wo bleiben die Prämien dann? Also wenn die jetzt auch noch verlieren, die Betriebe, das Agrarbudget an sich ist ja erstmal relativ stabil. Wo bleibt das Geld? Nein, wir werden, das werden wir hoffentlich nachher noch drüber reden, über die zweite Säule. Die wird ja in Nordrhein-Westfalen auch durch die Umschichtung größer. Da hoffe ich und glaube ich, dass Nordrhein-Westfalen auch ein gutes Paket vorlegt. Hoffentlich auch Unterstützung des Bundes. GAK ist eben von Frau Nick genannt worden. Das ist, da ist entsprechend das Geld da. Aber wir müssen auch nicht nur sehen, was kommt an Prämien auf die Betriebe, sondern auch, was müssen die Betriebe dafür tun. Natürlich ist es schöner, als über Verschärfungen im Fachrecht zu reden, Pflanzenschutzanwendungsverordnung vom letzten September beispielsweise, weil ja eben diese Regelungen freiwillig sind und weil da eben auch die Gemeinlast hintersteht, da zahlt der Steuerzahler für und nicht der Bewirtschafter oder der Eigentümer. Trotzdem nochmal, der Anspruch zu sagen, grünere GAP und mehr Geld verdienen, auch mit Umweltleistungen, ist, glaube ich, für viele Betriebe, das wird ja vielleicht die Umfrage gleich ergeben, derzeit nicht erfüllt. Genau, Sie haben es angesprochen, wir gucken auf die Umfrageergebnisse und sind gespannt, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die, wie gesagt, zugegeben etwas plakative Frage beantwortet haben. Ja, und das ist in der Tat relativ eindeutig. Ich wiederhole es nochmal, die Frage war, gelingt es mit den bisherigen Vorschlägen, dass Landwirte mit Umwelt- und Klimaschutzleistungen Geld verdienen? 20 Teilnehmer sagen ja, 142 sagen nein und 16 sind noch unentschlossen. Also eine deutliche Mehrheit, die da Skepsis haben. Frau Dr. Nadra, das Ergebnis, die Einschätzung von Herrn Dr. Krämer, teilen Sie das? Sehen Sie das auch so, dass es schwer wird für Landwirte mit den aktuellen Vorschlägen dafür Geld zu bekommen? Also ich glaube, dass das wirklich ein komplexes, neues Werk ist, was da auch tatsächlich auf die Landwirte zukommt. Das wurde ja gerade nochmal schön dargestellt, auch der Wechsel in der Systematik, aber auch in der Bewertung. Das ist, glaube ich, deshalb auch ein relativ hoher Anteil, der sagt, weiß ich noch nicht. Ich habe mir den Beitrag in Top Agrar angeschaut, wo das ja mal durchgerechnet wurde, wie Herr Luhmann gerade sagte. Und das Ergebnis ist ja doch ein eher beruhigendes. Also es ist beruhigend, dass man, wenn ich die Frage jetzt nochmal richtig wiederhole, kann man damit Geld verdienen mit Umwelt- und Klimamaßnahmen, dann ist das Ergebnis ja. Also es lohnt sich weiterhin in der GAP zu bleiben und es lohnt sich auch weiterhin die Umweltmaßnahmen natürlich umzusetzen. Das ist das Ergebnis, was ja Herr Lohmann auch gerade mal wiederholt hatte. Insofern glaube ich, das finde ich schon mal beruhigend für uns, aber natürlich auch für die Landwirte oder aus der Perspektive der Landwirte. Ich glaube, was die Schwierigkeit ist, ist der Wechsel im System sozusagen. Also von der Logik der Fläche auf eine Logik der Qualität der Nutzung zu kommen. Und das ist natürlich unser Anliegen, dass wir insbesondere da eine Änderung hinbekommen, worunter dann aber die Landwirte natürlich nicht leiden sollen, sondern eher noch dafür belohnt werden, dass sie es auch ernsthaft tun. Also insofern ist mein nach der Lektüre von Top Agrar, muss ich sagen, bin ich ja eher ein bisschen beruhigt, weil ich denke, die Perspektive ist nicht einfach sozusagen zu wechseln, aber sie ist keine, die jetzt desaströse Ergebnisse zeigen wird. Bin ich mir aber gar nicht ganz sicher, ob das alle gleich verstanden haben. Ich hatte schon Herrn Lackter-Schlummann so verstanden, dass es teilweise schwierig ist, dass gerade intensiv wirtschaftende Betriebe da eigentlich keine Chance haben, über die Eco-Schemes was zu machen und eher die extensiven und die divers aufgestellten Betriebe. Also glaube ich, muss man differenzieren, dass man es nicht mit pauschal ja sagen kann. Ja, wobei ich das, vielleicht kann Herr Lohmann das gleich auch nochmal sagen, weil ich habe das so verstanden, es gibt einmal für verschiedene Modelle durchgerechnet und für alle kam eigentlich raus unterm Strich, es lohnt sich auch. Bei der Konditionalität. Ja. Aber Herr Lackner-Schlummann, Sie sind ja mit dabei, vielleicht schaffen Sie einmal Klarheit. Genau, also wir haben uns angeschaut, reicht die Prämie, die es in Zukunft geben wird, noch aus, um die Kosten der Einhaltung der Konditionalität zu decken? Und dabei kam raus, ja, das reicht auch in intensiv wirtschaftenden Betrieben aus. Gerade so, die Einkommenswirksamkeit der Zahlung geht natürlich stark zurück, aber es reicht aus, die Betriebe werden nicht aus der GAP
ausscheiden. Also die neuen GLÖTS-Standards werden die Betriebe nicht aus der GAP rauskatapultieren, wenn sie so wollen. Aber diese intensiv wirtschaftenden Betriebe, die haben keinen Anreiz, an den Eco-Schemes teilzunehmen. Ja, also sozusagen über die GLÖTS-Standards hinaus mehr für die Umwelt zu tun. Bis auf eine Ausnahme, nämlich das erste Prozent der Grünbrache, also der Ackerfläche, das in Grünbrache zu legen für 1300 Euro pro Hektar. Das werden alle Betriebe machen, aber da kommen ja nur Kleckerbeträge raus für die Ackerbaubetriebe, ja, denn das ist nur 1% der Ackerfläche. Okay, dann haben wir das mal klargestellt, Konditionalität Eco-Schemes. Frau Dr. Nadler, was glauben Sie denn? Schaffen wir mehr Biodiversität mit den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen? Ich denke mal, das wird auch gleich die zweite Frage sein, die Sie stellen werden. Ja, also ich glaube, das hängt davon ab, wie das jetzt auch umgesetzt wird. Ne? Und gerade mit den intensiv arbeitenden Betrieben, das ist ja auch gerade da, wo große Flächen sind und wo wir ja auch oft Probleme sehen. Da wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn Anreize da sind, auch wirklich umzustellen. Und für die anderen natürlich Hilfestellung zu geben, auch diesen Prozess mitzumachen. Ich glaube, das hängt jetzt von den nächsten Schritten ab, auch was wir in Nordrhein-Westfalen machen werden, die Kombinierbarkeit natürlich, da geht es ja um die Qualität. Und vielleicht kommen wir ja auch gleich nochmal darauf, dass das ja der Punkt ist, wo wir sagen, von den Instrumenten her mag es ja gar nicht, mag das auch richtig sein, wie das jetzt auch für die zweite Säule in NRW jetzt angelegt ist. Aber es geht ja um den qualitativen Aspekt, den wir gerne noch ein bisschen nachdrücklicher vielleicht rausstellen wollen. Und ich glaube, wenn das klar ist, dass es eben nicht nur um die Menge geht und das ist jetzt etwas, was eine andere Perspektive ist als ein davon lebender Landwirt, sondern ich sage jetzt mal, es ist die Perspektive des Naturschutzes, der nicht davon lebt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Aus unserer Perspektive ist es natürlich wichtig, dass wir möglichst viel Fläche möglichst schnell ökologisch umstellen können. Und ich glaube, die beiden Perspektiven zusammenzubekommen, die wirtschaftliche Kalkulation mit dem, was qualitativ gefordert ist, das ist, glaube ich, das, was, sage ich mal, beide Seiten, also Naturschutz und eben auch konventionell oder eben auch ökologisch arbeitende Landwirtschaft zusammenbringen muss. Genau, ist ja auch nochmal, Frau Dr. Nick hat es ja auch im Statement nochmal gesagt, dass es genau die ökonomischen und ökologischen Aspekte zusammenzuführen. Wenn Sie es hätten machen dürfen, was wäre denn anders gewesen? Anders wäre gewesen, wie gesagt, die Qualität hinter bestimmten Maßnahmen. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, also die berühmten Blühstreifen zum Beispiel, dass da geschaut wird, dass die eben nicht nach einem Jahr oder erstmal eingesät werden mit Saatgut, was nicht aus der Region kommt, was vielleicht schön aussieht, aber gar nicht den Effekt für die Insektenvielfalt hat, was eben nicht sofort, wenn es geblüht hat, abgemäht wird, sondern möglichst lange stehen bleibt, aus der Region kommt. Das sind die Dinge, die wir wichtig finden. Die könnte man integrieren, meiner Meinung nach, und die hätte man vielleicht auch schon von Anfang an qualitativ so integrieren sollen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das noch gemeinsam hinbekommen hier in NRW. Aber das sind genau die Aspekte, die okay, das ist schon wieder zweite Säule, ja. Wir schwappen immer so ein bisschen rüber, aber das lässt sich fast gar nicht vermeiden. Herr Dr. Röser, auch Sie und BASF haben einen ganz engen Draht in die Praxis, sind mit vielen verschiedenen Projekten zur Biodiversität vorbei. Sind Ihnen denn die Reformvorschläge, die wir jetzt gerade gesehen haben, innovativ genug? Ja, also erstmal begrüßen wir natürlich sehr, dass Umweltleistungen attraktiver gestaltet werden. Ich glaube, das ist, haben Sie gerade so wunderschön gesagt, Frau Naderer, weg von der Flächen, von reinen Flächenbezug, Flächenunterstützung hin zu qualitativ hochwertigen Leistungen im Umwelt- und Klimabereich, die dann auch unterstützt werden. Wie weit das jetzt erfolgreich wird, muss man ein Stück weit sehen, denn ich glaube, da sind noch viele Baustellen offen, eben genau die Ausgestaltung der nationalen Strategiepläne und dann die Unterbrechung auch in den Bundesländern, gerade was die Säule 2 betrifft. Und da wäre für uns schon auch wichtig, Frau Nader hat es eben auch gesagt, qualitativ sinnvolle Maßnahmen, also die einen hohen ökologischen Mehrwert haben in Bezug auf Biodiversität und die praktikabel von den Landwirten einsetzbar sind, dass die besonders gefördert werden und ein Anreizsystem auch geschaffen wird. Veränderungen sind ja ganz allgemein immer ein Motor für Innovation. Das ist ja in unserer Gesellschaft so. Zündet dieser Motor, Agrarreform, zündet der, dass wir Innovation in der Landwirtschaftsbranche sehen? Ganz, ganz breit gefächert, nicht nur in der Praxis, sondern auch in Unternehmen wie Ihnen?
Gut, wenn Sie sagen, zündet der Motor, dann würde ich mal sagen, in der Landwirtschaft hat er schon längst gezündet, denn meiner Meinung nach ist die Landwirtschaft eine der innovativsten Branchen per se. Nichtsdestotrotz haben wir eine große Transformation in der Landwirtschaft vor uns. Wir haben riesige Herausforderungen. Wegen einer sind wir heute auch hier, um darüber zu diskutieren. Biodiversität, eine andere ist mit Sicherheit Klimaschutz, alleine schon bedingt, dass die Landwirtschaft so eine große Fläche einnimmt. Und natürlich da auch den Beitrag leisten muss. Aber wenn man sagt, Innovationen in dem Bereich, ja, die gibt es immer wieder. Die werden auch von der Landwirtschaft stark nach vorne getrieben. Und sicher sind neben den ganzen Fördertöpfen, um die Biodiversität nach vorne zu bringen, auch weitere Innovationen wie Digitalisierung in der Landwirtschaft, andere Produktionsverfahren, neue Züchtungstechnologien, verbessertes Saatgut etc., Fruchtfolgenvielfalt notwendig, um Biodiversität hier ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Okay, ich glaube, dann kann ich hier an dieser Stelle einmal eine erste Bewertungsrunde abschließen. Ich nehme ein heterogenes Bild mit, was eher differenziert ist. Man muss schauen, wie einzelne Betriebe betroffen sind. Die einen etwas stärker, die anderen etwas weniger stark. Es ergeben sich für die einen Chancen, für die einen wird es aktuell gesehen noch etwas schwieriger. Und vieles hängt eben auch davon jetzt von der Ausgestaltung, von der Umsetzung und insbesondere auch von den Maßnahmen in der zweiten Säule ab. Frau Dr. Nick, Sie hatten es eben schon gesagt. Ich hatte gesagt, die EU wird noch einige Fragen haben. Sie hatten gesagt, die EU wird noch viele Fragen haben. Welche Fragen wird die denn haben und was erwartet uns denn dann noch im weiteren Verlauf des Jahres, wenn Deutschland den Strategieplan jetzt in den nächsten Tagen abgegeben hat? Ja, das wäre natürlich schön, wenn ich das beantworten könnte, aber ich glaube, das ist auch das, wo wir auch einfach im Moment auch noch ein bisschen ratlos davor stehen. Auch, das hatte ja Herr Latter-Schlohmann gesagt, die Ankombinierbarkeit zum Beispiel. Also da habe ich auch noch Fragezeichen. Ich habe ja gesagt, wir werden uns sehr bemühen, dass es eine Kombinierbarkeit von verschiedenen Programmen gibt aus der ersten und zweiten Säule zum Beispiel. Aber wie die EU dazu steht, da werden wir auch drauf warten. Wir haben natürlich ein Wörtchen mitzureden. Wir werden uns sehr bemühen darum. Aber die EU wird dann auch, das wissen wir auch, wird dann auch sagen, wie sie es ist. Und jetzt auch nur mal zu den Diskussionen, die auch gerade waren. Und ich fand auch die Umfrage sehr spannend. Und trotzdem, dass ja viele Betriebe trotzdem mitmachen. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, ich glaube, wir brauchen auch nochmal zusätzliche Programme, die wir eben auch ja reinbringen, wie Vertragsnaturschutz, Wasserkooperation und so weiter. Damit wirklich der Anreiz, ökologischer zu handeln zu können auf den Betrieben, dass der dann auch gesetzt wird. Ich würde gerne einmal noch bei der Zeitschiene bleiben. Deutschland gibt den nationalen Strategieplan in den nächsten Tagen ab. Und Sie hatten eben angedeutet, dass wir bis Herbst Klarheit haben. Hier im Chat kamen schon zwei Anmerkungen dazu, die gesagt haben, ey, das ist uns irgendwie zu spät. Wir brauchen spätestens im Sommer Planungssicherheit, weil die Anbausaison eben da schon, die Planung eigentlich jetzt schon laufen, aber im Sommer müssen wir es unbedingt wissen. Wie realistisch ist der Zeitplan überhaupt noch? Zumal ja jetzt Ende vergangener Woche auch die ersten Stimmen aus Brüssel durchgesickert sind, die dann gesagt haben, das sind ja manchmal 4000 Seiten, so ein Strategieplan, und das müssen wir erstmal alles lesen und prüfen. Wir wissen gar nicht, ob das so alles klappt. Also wie realistisch ist der Zeitplan? Genau, und wir sind ja nicht das einzige Mitgliedsland, das da seine Strategiepläne hingeschickt hat. Also von daher ist das herausfordernd. Aber wir haben von Anfang an gesagt, und das ist auch Ziel der Bundesregierung, auch unter Cem Özdemir, dass wir wirklich auch Planungssicherheit bringen. Das heißt, wir werden alles versuchen, dass wir spätestens im Herbst die Zahlen bringen. Aber natürlich, die Bürokratie ist schwierig, und das ist jetzt auch für mich etwas Schauen in die Glaskugel. Aber das Bemühen, das kann ich hier sagen, und auch das, ja, der Wissen, die Dringlichkeit, dass eigentlich am liebsten schon im Sommer die Zahlen und die, ja, die Möglichkeiten, die Planbarkeit da ist, die verstehen wir, die sind uns bewusst. Und mehr kann ich da eben an dieser Stelle dann leider auch nicht sagen, aber das Bewusstsein ist da. Okay, vielleicht gucken wir einmal hier in die Runde. Herr Dr. Krämer, Sie sind mit vielen Landwirten ganz nah an der Praxis dran. Die Frage, die ich gerade gestellt habe, wird vermutlich auch viele stellen, um es nochmal klar zu machen. Wie wichtig ist es für die Landwirte, so früh wie möglich jetzt Klarheit zu haben? Ja, das ist ja im Chat aufgekommen mit der Frage der
Anbauplanung für das Jahr 2023. Da ist der Herbst sehr wahrscheinlich für viele Betriebe und auch für viele Flächen zu spät. Da sind Entscheidungen schon getroffen worden. Frau Nick, da gebe ich Ihnen recht, das ist nicht Ihre Schuld, dass wir da jetzt zu spät was nach Brüssel liefern. Aber man ist natürlich auch überrascht, wenn Brüssel feststellt, dass diese Strategiepläne teilweise mehrere tausend Seiten umfassen. Ich glaube, das hätte man in Brüssel vorhersehen können. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass auch im BMEL sehr viele Mitarbeiter, der sehr engagiert dran sind, nicht nur die Hausspitze. Deswegen habe ich da die Hoffnung, dass das vielleicht auch in der Kommission dann rechtzeitig bearbeitet wird. Aber ich bin der festen Meinung, auch für einen erfolgreichen Start in dieser Agrarreform 2023, dass wir da im Sommer Klarheit haben müssen, auch mit der Kombinierbarkeit von Flächen, auch mit der Frage, wo kann ich gut, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, die 4% stillgelegte Ackerfläche hinlegen. Das ist wichtig. Das ist manchmal, wie gesagt, entscheidender als der letzte Euro, der für eine Maßnahme gewährt wird, dass man auch rechtzeitig Bescheid weiß, wo was geht. Bleiben wir einmal, weil es im Chat wirklich mehrere Fragen dazu gibt, die 4% und eben auch die Selbstbegrünung, die ja dann relativ plötzlich in der letzten Sitzung am 17. Dezember, glaube ich, reingekommen ist. Was halten Sie davon, was sagen Ihre Mitglieder, und mich würde auch Frau Dr. Nadra interessieren, was Sie ökologisch davon halten. Aber vielleicht einmal nochmal, um es deutlich zu machen, wie das in der Praxis angekommen ist. Ich hatte in den letzten Wochen viele Anrufe. Da ging es nicht um die 4% als Mindestsatz, sondern um die Pflicht, diese Flächen der Selbstbegrünung zu überlassen. Die Frage ist tatsächlich, was kann ich dann, wenn ich es selbst begrünen lassen muss, was kann ich dann eventuell noch kombinieren mit Maßnahmen aus der zweiten Säule? Was ist mit Flächen am Gewässerrand, wenn die Pflanzenschutzanwendungsverordnung einen geschlossenen, dauerhaft begrünten Bewuchs vorgibt? Erreicht da die Selbstbegrünung? Und was man auch sehen muss in der landwirtschaftlichen Praxis, wir werden wahrscheinlich sehr viele Nachbarschaftsstreitigkeiten hervorrufen, weil von der einen Fläche aus Beikräuter, Unkräuter in die Nachbarfläche drücken werden. Also ich bin, oder wir sind da sehr unglücklich drüber, Frau Nadara wird das anders sehen, aber das wäre etwas für mich, was man bei der Evaluation der GAP hoffentlich dann mit Praxisbildern, Praxishinweisen dann auch wieder rückgängig machen wird. Ich glaube auch, dass Frau Dr. Nadara das anders sieht, aber wir sind gespannt. Ja, also vielleicht nochmal vorab, also ich glaube, dass das wichtig ist, einfach mal diesen Perspektivenwechsel, den ich gerade schon erwähnt hatte, auch vorzunehmen als Landwirt. Also dieses, wir treten mal beiseite und schauen uns das sozusagen auch nur mit der Naturbrille an. Das ist super schwierig, wenn man als Landwirt dieser Besitzer oder Pächter der Fläche ist und natürlich genau gucken muss, wie mache ich das eigentlich. Das ist auch, glaube ich, das Schwierige, eben das zusammenzubekommen. Aber ich nehme jetzt mal nur die Naturschutzbrille. Und natürlich ist das für die Fläche besser, sich sozusagen auch mal natürlich wieder regenerieren zu können und auch einen Raum bieten zu können, wo eben Arten auch ihr Futter finden über den Winter oder die Insekten auch sozusagen da sich vermehren können. Ne? Das brauchen wir ja. Das ist ja jetzt nicht, weil der Naturschutz sagt, wir wollen das jetzt so, sondern es ist ja durch die Biodiversitätsstrategie auch der EU als Bezugspunkt nur, und wir haben ja gut in NRW auch eine eigene Biodiversitätsstrategie, sind natürlich diese Aspekte genau ja auch schon erkannt worden. Das ist ja nicht, weil wir der Naturschutz jemanden ärgern will, sondern es ist einfach, es geht um die Fläche und es geht um die Qualität der Fläche und letztlich auch um die Rentabilität. Wenn ich dann mal wieder den Schritt zurücknehme und sage, jetzt setze ich mal wieder die Landwirtschaftsbrille auf, dann muss ich sagen, eine Fläche ist doch nur dann auch wirklich langfristig rentabel, wenn sozusagen ein gesunder Boden und eine gesunde Bodenaktivität auch da ist und natürlich die Insekten auch da sind und so weiter. Also ich glaube, der Blick führt am Ende zu dem gleichen Ergebnis. Ich glaube bloß, dass der Wechsel der Brillen oder der Hüte genau diese Schwierigkeit ist, das am Ende auch zusammen zu denken. Und ich glaube, den Aspekt, den würde ich schon gerne erwähnen, auch wenn der Pragmatismus natürlich hier ein anderer ist, wenn man mit Landwirten spricht, aber letztlich geht es ja auch um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für alle Menschen und natürlich auch der Ernährungssicherheit. Also insofern, ich glaube, den Blick darf man neben den ganzen pragmatischen Berechnen, was macht man mit den Säumen und den
Beikräutern, die dann von links nach rechts fliegen oder so. Ich glaube, diese Grundidee auch, finde ich, darf man einfach nicht aus dem Kopf verlieren. Und ich denke mal, das ist gerade ja auch, wenn wir von Landwirtschaft oder eben auch von ländlichen Raum denken, dann geht es ja auch um Erhalt der Schöpfung und eben auch wirklich um den Erhalt eben von dem, was den Wert des ländlichen Raums und letztlich auch die Qualität unseres Lebens ausmacht. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, deshalb ist es eine ganz andere Perspektive, aber ich finde das trotzdem wichtig, das nicht zu vergessen. Mhm. Frau Dr. Nick, wir haben gerade gehört, einmal die Landwirtschaftsbrille auf, einmal die Naturschutzbrille auf, zwei unterschiedliche Ansichten. Die Politik muss es dann richten und einen Weg finden. Bei den 4% selbst, also bei den 4% nicht, aber bei der Selbstbegründung waren Sie mit dabei, zumindest war die Ampel da schon in Amt und Würden. Welche Brille hatten Sie da auf? Das ist in der Tat ein Thema, was viele Landwirtinnen und Landwirte auch heute Abend umtreibt. Das merken wir an wirklich mehreren Nachfragen daran. Ja, also ich gebe zu, ich war da ja noch sehr frisch und wir haben ja auch eine sehr gute Staatssekretärin und die hat vor allen Dingen da die Sachen gemacht. Also von daher war ich da jetzt persönlich gar nicht so involviert. Aber ich glaube natürlich, und das ist ja auch erklärtes Ziel von uns, dass wir eben Ökologie und Ökonomie zusammenbringen wollen. Wir haben ja auch eine Umweltministerin bei den Grünen und da ist es eben uns auch sehr wichtig, dass wir da auch diese Grabenkämpfe, die oft in der Vergangenheit waren, konnte man ja auch öffentlichkeitswirksam immer sehen, dass wir auch die versuchen, eben nicht so aufzuhalten, so weiter fortzusetzen, sondern da auch wirklich zusammenzukommen. Weil das hat auch viel Kraft immer gebraucht. Ja? Ich glaube, das muss man sich vorstellen. Die eine Brille, Frau Naderer, finde ich, hat das sehr gut dargestellt, die sagt, das ist eben wichtig, das ist ein gesellschaftlicher Wert, das ist ein Wert für die Zukunft, dass wir eben Naturräume erhalten, Insekten, Artenvielfalt und so weiter. Und das andere ist das Einkommen der Landwirtschaft, für das BMEL natürlich auch steht, das uns ja wichtig ist, und das eben zusammenzudenken. Und ich glaube, dieser Widerspruch, der jetzt heute auch wieder in der Diskussion oft da ist, den müssen wir ein Stück weit auch aus dem Kopf rausbringen. Wir müssen das zusammendenken und wir müssen jetzt vor allen Dingen die Kraft und auch die Ideen, und die sind übrigens auch bei den Landwirtinnen und Landwirten, die hier uns zuschauen, da müssen wir die Ziele ausrichten. Wir brauchen die Biodiversität, wir brauchen Klimaschutz und das muss sich auch lohnen, und da den Anspruch zu kommen, wir können nicht alles umsonst machen, das ist okay, aber das Wissen, das ist ja auf den Höfen oft, und ich glaube auch der gute Wille ist auf den Höfen, auch wenn es hier und da der Nachbar ärgert, ist doch der gute Wille, merke ich auch bei vielen Hofbesuchen, da, und daran sollten wir einfach auch anknüpfen und das fortsetzen. Okay, ein starkes Plädoyer für gemeinsam denken, keine Gräben wieder aufreißen, ähnliches, aber ganz wichtig auch, dass Landwirte eben auch verdienen müssen und der ökonomische Aspekt nicht hier hinten runterfallen darf. Es ist schon von Anfang an aufgeploppt, die Kombination mit der zweiten Säule in NRW, und da würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Herr Röser, Sie sind ja auch mit BASF hier in Westfalen, in Münster, vertreten mit einem Versuchsbetrieb, das heißt, Sie haben ganz guten Einblick auf die Standorte hier in NRW, auf die Standorteigenschaften. Was muss denn jetzt passieren? Wir haben gehört, die zweite Säule ist etwas besser ausgestattet. Wir haben bis gerade diskutiert die Herausforderungen, die eben mit den Ecoschemes verbunden sind, die ganz unterschiedlich angenommen werden können. Was muss denn jetzt hier in NRW in der zweiten Säule passieren? Ja, das sollte Maßnahmen verankert werden, die praktikabel für die Landwirte umzusetzen sind, qualitativ hochwertig sind, in Bezug auf Biodiversität auch langfristig ausgelegt sind. Weil es bringt eigentlich nichts, kommen wir nochmal zu den 4%, wo die, wenn die für ein Jahr rausgenommen werden, das bringt eigentlich relativ wenig für die Biodiversität. Also wenn dann qualitativ hochwertige Maßnahmen, die auf Dauer ausgelegt sind, die die Biodiversität auch fördern, und ein Paket, wo der Landwirt dann auswählen kann an Maßnahmen, die am besten auf seinen Betrieb passen in den einzelnen Regionen und auf die Bedingungen, die er dann vor Ort eben auch hat. Für den einen ist es schwieriger, 4% rauszunehmen, für andere Betriebe, und Sie haben ja in NRW auch eine große Vielfalt, für die kleinen Betriebe sind 4% Ackerflächeverlust viel, während ein Großbetrieb, wenn man jetzt mal aus NRW noch rausgehen würde, in die Ostgebiete, für einen 10.000 Hektar Betrieb sind 4% einfacher machbar. Und da muss es, glaube ich, jetzt gerade in der Säule 2 ein gutes Maßnahmenpaket geben, einen guten Mix geben, wo die Landwirte auswählen können,
Was passt am besten zu den betrieblichen Herausforderungen, bringt ökologisch den größten Mehrwert und sichert gleichzeitig die Produktion von Lebensmitteln ab, das ist ja ein Grundthema, sodass die Landwirte das auch umsetzen können und dass der Anreiz da ist, diese Biodiversitätsmaßnahmen auch umzusetzen. Und das ist aber nicht nur ein Thema in NRW, sondern bundesweit. Ich habe viel Kopfnicken hier im Studio gesehen. Wir werden gleich mal gucken, ob WLV und Nabuda wirklich in allen Punkten übereinstimmen. Herr Professor Lackter-Schlohmann, ich würde Sie aber ganz gerne noch einmal mit reinnehmen. Sie haben eben klar gemacht, dass das Ziel, ein Zwischenfazit, was Sie gezogen hatten, eben diese bundesweit gleichmäßige Verteilung der Ecoschemes und Anwendungen, das gelingt nicht. Das hatten Sie als Fazit schon festgehalten. Ich frage mal ein bisschen frech, können die Länder denn jetzt kompensieren, was der Bund nicht hinbekommen hat? Also können die Länder über ihre Maßnahmen in der zweiten Säule eben das hinbekommen, dass dann doch flächendeckend in Deutschland Umwelt- und Klimamaßnahmen stattfinden? Also wir haben ja in der zweiten Säule das Problem, sage ich mal, das Luxusproblem, dass mehr Geld zur Verfügung stehen wird, was ja gut ist durch die höhere Umschichtung. 15% der ersten Säule bis zum Jahr 2027. Mehr Geld, aber gleichzeitig sind viele Maßnahmen, die im Moment im Rahmen der zweiten Säule gefördert werden, sind in die Eco-Schemes gerutscht. Das heißt, da haben wir eine große Drainage angelegt, was die Maßnahmen anbetrifft. Und da ist jetzt ein Vakuum entstanden, das irgendwie kreativ gefüllt werden muss. Ja, und da gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, wir bauen sozusagen zweite Säule Maßnahmen auf den erste Säule Maßnahmen auf den Eco-Schemes auf, dass wir sozusagen stapeln, dass man sagt, okay, Grünbrache wird im Rahmen der Eco-Schemes bereitgestellt und darauf aufbauend machen wir jetzt mehr. Ja, Blühstreifen haben wir jetzt auch schon mit in den Eco-Schemes, aber das wäre meines Erachtens eine Möglichkeit gewesen, erste Säule und zweite Säule Maßnahmen auf derselben Fläche zu kombinieren. Man könnte sich auch vorstellen, dass man ganz neue Maßnahmen reinnimmt in die zweite Säule, zum Beispiel Maßnahmen gegen Bodenschadverdichtung. Das gibt es im Moment eigentlich noch gar nicht. Und das wäre sicherlich für viele Betriebe auch interessant. Man könnte in der zweiten Säule Maßnahmen fördern, wie zum Beispiel die Ansäuerung von Gülle bei der Ausbringung, um Ammoniak-Emissionen endlich mal in den Griff zu kriegen. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, was man in der zweiten Säule machen kann. Man kann auch zum Beispiel Direktsaat, Mulchsaat fördern und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da auffüllen kann. Und da würde ich dann aber dafür plädieren, dass die zweite Säule wirklich dann zugeschnitten wird, auch auf Betriebe, die intensiv wirtschaften, dass die auch eine Chance haben, mal auf diese Umweltschiene zu kommen. Mhm. Wir schauen mal, wie kreativ die Verbände in NRW sind mit ihren Vorschlägen. Soweit ich weiß, haben die ersten Verbändegespräche mit dem Ministerium stattgefunden. Herr Dr. Krämer, mit welchen Forderungen und kreativen Ideen ist der WLV da reingegangen? Also zunächst mal sind wir natürlich froh in der zweiten Säule, dass wir da auf eine lange Tradition zurückblicken können in Nordrhein-Westfalen, die natürlich auch schon diese Maßgabe Agrarumweltmaßnahmen, Schwerpunkt auf Agrarumweltmaßnahmen erfüllt. Es ist Frau Hein-Esser und ihrem Vorgänger Herrn Remmel zu verdanken, dass wir in Nordrhein-Westfalen mehr vom EU-Kuchen nach Nordrhein-Westfalen holen, was die zweite Säule Mittel angeht. Denn Umweltschutz in Nordrhein-Westfalen ist nicht günstiger als in anderen Bundesländern, gerade nicht in den Ostdeutschen, das ist gerade schon angeklungen, sondern wahrscheinlich sogar teurer. Herr Lackter-Schlohmann hat es auch gesagt, wir haben Kannibalisierungseffekte, weil eben viele Maßnahmen, die in Nordrhein-Westfalen gut laufen in der zweiten Säule, jetzt Teil der Ökoregelung sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, das, was bisher vorgeschlagen ist, was dann auch mit nach Brüssel geht zur Genehmigung, wird viele Betriebe ansprechen, egal in welcher Region sie wirtschaften, auch in intensivwirtschaftenden Regionen, unabhängig von der Größe und auch von der Ausrichtung. Beispielsweise die Idee, dass man die Ökoregelung vielfältige Fruchtfolge aufstockt, wenn großkörnige Leguminosen eingesetzt werden. Eine neue Fördermaßnahme, Bewirtschaftung kleiner Ackerschläge,
weil ja auch das schon Biodiversität fördert. Und das ist auch etwas beispielsweise für intensiv wirtschaftende Betriebe im Münsterland, wo wir doch sehr viele kleine Ackerschläge haben. Wie bei Ökoregelungen fürs Dauergrünland wird es dann tatsächlich etwas einfach, nämlich sehr, sehr dünn. Da muss man dann sehen, dass man über tierbezogene Maßnahmen auch dann eben Betriebe mit viel Dauergrünland so fördert. Wobei insgesamt Ökoregelungen, Agrarumweltmaßnahmen gemessen an dem Wert, den man dem Dauergrünland zuspricht, spiegelt sich das in den Förderungen leider nicht wider. Aber insgesamt zweite Säule, glaube ich, mit den Vorschlägen, die an uns herangetragen wurden, wird das für viele Betriebe eine Möglichkeit sein, auch mit Umweltschutz mehr Geld zu verdienen. Mhm. Frau Granara, Ihre Meinung würde mich auch und Ihr Paket, was Sie mit nach Düsseldorf genommen haben, auch interessieren. Ich würde gerne eine Frage auf dem Chat Ihnen direkt mitgeben. Und zwar, reicht die zweite Säule in NRW, um im Bereich der Ökoforderung das Ziel von 30% Ökolandbau bis 2030, was Frau Dr. Nick eben noch formuliert hat, um das hier eben auch in NRW zu erreichen? Reichen die Angebote, die geplant sind? Ja, was wir festgestellt haben bei dem Paket, was wir dann ja auch gemeinsam diskutiert haben im Ministerium, war, dass eigentlich die Anreizförderung für eine Umstellung, zum Beispiel auch auf Ökolandbau, aber eben auch für andere Maßnahmen, das war ja gerade schon erwähnt worden, dass uns das noch ein bisschen fehlt. Also es muss ja sich lohnen, umzustellen, oder es muss sich lohnen, sozusagen diesen transformativen Weg zu gehen. Und das hat uns gefehlt bei dem Paket, dass das noch nicht so klar wurde, sondern natürlich auch auf viele bewährte Maßnahmen setzt. Also da sind jetzt nicht ganz viele, sage ich jetzt mal, ganz überraschend neue Sachen drin. Und von unserer Seite ist eben vor allen Dingen sind zwei Sachen besonders wichtig. Zum einen die Weidetierhaltung, dass das natürlich auch deutlich einen Stellenwert gewinnt, dass das auch klar ist, dass das ein wesentlicher Beitrag ist, womit man dann auch Biodiversität fördern kann. Die Frage eben des Umstiegs, der Anreize, der Unterstützung eben auch für Landwirte, die sagen, doch, das wollen wir auch machen und sich die auf den Weg machen, das ist für uns wichtig. Und jetzt komme ich auf den Aspekt der qualitativen Umsetzung. Zum einen sind natürlich die Naturschutzgebiete, und das ist natürlich einer der Hauptstreitpunkte immer gewesen, besonders wichtig. Wir wollen einfach, dass der Schutz vor Pestiziden und eben Düngung in Naturschutzgebieten wirklich konsequent umgesetzt wird. Und dafür muss es natürlich auch eine entsprechende Entschädigung geben, wenn Landwirte dort dann nicht mehr in der Art wirtschaften können. Das muss auch der Gesellschaft ein entsprechender Preis wert sein, das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb sind für uns natürlich die Schutzgebiete besonders stehen im Vordergrund. Und das andere ist der Aspekt, nehme ich nochmal die Blühstreifen oder jetzt eben auch den Wildpflanzenanbau, der ja auch gefördert werden soll oder so als die, ja, also vielleicht auch den Nachfolger des Maisanbaus und der Förderung und Belohnung sozusagen da einhaken soll. Für uns ist total wichtig, dass es wirklich eine enge Verknüpfung bei der Umsetzung der Maßnahmen gibt, die auch mit dem Naturschutz unmittelbar zurückgekoppelt sind. Ich glaube nochmal, wir haben eine andere Perspektive als auch vielleicht einige Landwirtschaftskammern. Wir haben eine andere Perspektive auf den Naturraum. Wir denken, dass es zusammengeht und dass man einfach gemeinsam gucken muss, wie man das qualitativ umsetzt. Und zum Beispiel dieser Wildpflanzenanbau, den halten wir für ziemlich fehlgeleitet, wenn das jetzt sozusagen eine der Linien ist, die auch vom Land vielleicht da besonders ins Visier genommen werden, weil eben, wie schon erwähnt, ne, dann also im Sommer im Prinzip alles abgemäht wird und überhaupt damit Energie erzeugt wird, ist natürlich eine Sache, die wir jetzt nicht für sinnvoll erachten. Also ich glaube, was wichtig ist bei der qualitativen Umsetzung, eng zusammenzukommen mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz, um genau die besten Effekte da auch zu erzielen. Genau, zu Ihren beiden Statements kam im Chat gerade noch mal einmal quasi eine Bestätigung von einem Landwirt, einer Landwirtin, die sagt, ja, es fließt jetzt mehr Geld in die zweite Säule, aber eben das Angebot für Grünlandstandorte im Mittelgebirge, das fehlt irgendwie, da muss noch was kommen. Also noch mal quasi ein Appell auch an Sie, das mitzunehmen in den Gesprächen mit Düsseldorf. Und die zweite Frage, Herr Dr. Röser, würde ich Ihnen ganz gerne zuspielen. Hier sagt jemand, zweite Säule, Direktzack fördern. Gleichzeitig werden wir uns von Glyphosat verabschieden. Der Zuschauer möchte gerne wissen, wie soll das funktionieren? Ja, das ist jetzt natürlich eine Diskussion rund um Glyphosat. Das wird, ja. Die,
Vor- und Nachteile hat. Ja. Also Bodenbearbeitung hat ja auch was mit Biodiversität zu tun. Das vergisst man oft. Im Boden sind viele wertvolle Lebewesen, die wir auch brauchen für eine gute Bodengesundheit. Wie das gehen soll, da muss es neue Ideen geben, denn Glyphosat wird ab 2023 in Deutschland auslaufen und müssen wir noch kreativ werden. Es gibt ja Beispiele. Es gibt genügend Beispiele, ob es jetzt der Ökolandbau eben in NRW, in Deutschland ist oder eben auch in Österreich. Also es gibt ja genügend Länder, die einen hohen Anteil auch von Ökolandbau haben, wo eben Glyphosat ausgeschlossen ist. Also ich glaube nicht, dass man jetzt auf so ein schwarzes Loch zuarbeitet und denkt, oh Gott, jetzt wissen wir gar nicht, was man machen soll. Sondern es gibt ja genügend Erfahrung auch in bewährte Praxis, wo eben genau solche Anreize auch hingehen müssen, zu sagen, ja, es geht aber auch ohne. Und eben zu schauen, wie geht man eigentlich dann mit der mechanischen Bearbeitung, wie bringt man das eigentlich in den Alltag, sozusagen in den betrieblichen Alltag auch wieder unter? Ja, allerdings muss es alles auch einigermaßen betriebswirtschaftlich für die landwirtschaftlichen Betriebe sein. Das muss machbar sein. Denn die landwirtschaftlichen Betriebe brauchen natürlich Betriebsmittel, die ihnen helfen, gerade bei den volatilen Endpreisen, die wir teilweise haben, vernünftig zu wirtschaften und Produkte zu produzieren, die sie auch vermarkten können. Klar. Ja, das hängt dann auch mit den Fruchtfolgen ab. Also viel Fruchtfolge, alles gut, aber das, was geerntet wird, muss irgendwo einen Markt finden. Sonst bringen uns die vielen Fruchtfolgen eigentlich relativ wenig. So, natürlich gibt es kein reines schwarzes Loch. Man muss sich die Alternativen sehr genau anschauen, muss aber natürlich auch schauen, dass es keine Wettbewerbsverzerrung zu anderen Ländern teilweise gibt. Also man stellt sich natürlich schon die Fragen, warum werden bestimmte Mittel, wenn man jetzt beim Pflanzenschutz ist, wie Glyphosat, hier verboten, in anderen Ländern wieder als Notfallzulassung zugelassen. Führt das zu einer Wettbewerbsbeeinträchtigung der Landwirte? Und der zweite Punkt ist natürlich die Auswirkungen auf die Biodiversität. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil wir reden jetzt schon wieder ein Stück weit über Ökolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft. Fakt ist, für Biodiversität brauchen wir Lebensräume und Nahrungsräume für die Arten. Für die Wildkräuter brauchen wir auch den Platz, wenn sie denn da sind, um sie weiterzuentwickeln. Das ist ja auch ein ganz gewisses Thema. Und dafür brauchst du Maßnahmen, egal ob das jetzt ein biologisch arbeitender Betrieb ist oder ein konventionell arbeitender Betrieb, Maßnahmen, die die Landwirte umsetzen können und für die es einen Anreiz gibt. Und zwar einen Anreiz, wenn sie einen hohen ökologischen Mehrwert haben und praktikabel auch umgesetzt werden können. Weil sonst kriegen wir diese Biodiversitätsmaßnahmen nicht in die Fläche hinein. Ich spüre zwar, dass Sie beiden sehr gerne jetzt noch kontrovers weiter über Glyphosat diskutieren würden, aber das machen wir heute Abend nicht, sondern ich würde Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne wieder einbinden, und zwar mit unserer zweiten Blitzumfrage. Wir haben gerade schon sehr viel über Geld in der ersten Säule, in der zweiten Säule gesprochen, über bestimmte Prämienhöhen, die bei Konditionalität sind, die bei Ecoschemes sind. Und die zweite Frage richtet den Blick mal etwas anders. Sie lautet nämlich, kann es gelingen, dass Verbraucher für Umwelt- und Klimaschutzleistungen der Landwirte tatsächlich mehr zahlen? Also wir nehmen den Verbraucher mit hier rein. Sie finden die Umfrage, wie eben schon, unter dem Vollbildmodus unter Frage 2 oder eben über den QR-Code, den Sie jetzt eingeblendet sehen. Frau Dr. Nick, und während die Antworten eintrudeln, würde ich Sie ganz gerne mit reinholen. Die Frage, ich habe es, glaube ich, eben im Eingangsstatement schon mal gesagt, bekommen wir das alles bezahlt? Das ist, glaube ich, etwas, was die Landwirte im Moment sehr, sehr umtreibt. Wir haben die Tierhalter, die vor dem Umbau der Nutztierhaltung stehen, wo sehr viele Wünsche an mehr Tierwohl formuliert sind, wo aber auch die Frage der Finanzierung eben noch nicht geklärt ist. Und wir haben jetzt hier auch diskutiert, die Wünsche für mehr Umwelt und für Klimaschutz. Glauben Sie, dass Verbraucher bereit sind, dafür auch tiefer in die Tasche zu greifen? Also wenn man den Studien zufolge denen glauben kann, dann sagen alle, ja, sie sind dafür bereit, sie wollen es. Glauben Sie den Studien? Lassen Sie es mich ruhig ausführen, und dann kommt natürlich sofort Ihre Antwort, ja, Sie sagen es, aber Sie verhalten sich ja anders an der Ladenkasse. Was, glaube ich, dabei ganz wichtig ist, und das sieht man schon bei Labeling, die ja die staatliche verbindliche Kennzeichnung ist, wie zum Beispiel bei der Eierkennzeichnung oder ohne Gentechnik, das sind Kennzeichnungen, der Vertrauen, die Menschen
Und da sind sie auch bereit, was dafür zu zahlen. Und ich glaube, deswegen ist es einer auch der vorrangigen Ziele dieses Jahres, auch unseres Hauses, dass wir eine Haltungskennzeichnung vorlegen, also dass wir einen Gesetzvorschlag dieses Jahr vorlegen. Zwei Minister vor uns haben das nicht geschafft. Das war auch sicherlich der Komplexität des Themas geschuldet. Ich will da jetzt gar nicht zurückschlagen oder sonst wie, aber wir haben jetzt ganz klar gesagt, das ist wichtig, das ist prioritär und wir hoffen, dass wir da den Gesetzentwurf vorlegen, sodass wir dann nächstes Jahr sozusagen dann auch die Haltungskennzeichnung einführen können und da eben eine verbindliche Möglichkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher geben, dass sie das unterscheiden können und dadurch dann auch Mehrwert in den Markt bringen. Das wird nicht von heute auf morgen sein, das ist sicherlich ein Prozess. Und das ist aber ein ganz wichtiger Prozess, weil wir können eben, das haben wir ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, das reichen nicht die Gelder der EU, sondern der Verbraucher muss auch mit sich einbringen. Und dann gibt es natürlich noch andere Maßnahmen, über die man nachdenken kann. Aber es sind gesellschaftliche Leistungen. Der Verbraucher sagt seit Jahrzehnten, er möchte das, es ist ihm wichtig. Tierschutz ist ihm wichtig. Und dann muss man ihm auch die Möglichkeit geben, zu unterscheiden und dann sich eben für ein ja mehr tierschutzgerechteres Produkt entscheiden zu können, was natürlich auch mehr kostet. Sie haben die Umfrage gerade dargestellt, wo Verbraucher das sagen. Wir haben ja jetzt gerade auch eine Umfrage gemacht. Mal gucken, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ob sie glauben, dass Verbraucher, Verbraucherinnen auch bereit sind, für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen mehr auszugeben. Und auch diese Umfrage ist wieder relativ eindeutig. 34 sagen ja, das sind sie, wenn sie es wissen. 125, also die große Mehrheit, sagt nein, das werden sie nicht. Und 10 sind noch unentschlossen. Das ist relativ deutlich. Herr Dr. Krämer, Frau Dr. Nick hat es angesprochen, die Regierung plant bis Ende des Jahres eben eine Kennzeichnung im Bereich Tier. Der Handel ist schon weiter, der hat eine vierstufige Klassifizierung für verschiedene Haltungsformen etabliert und wendet das an. Ich sage mal so, da war die Wirtschaft, die Industrie schneller als der Staat. Wie wird es beim Umwelt- und Klimaschutz aussehen? Wird da möglicherweise die Wirtschaft auch schneller sein als der Staat oder brauchen wir das da gar nicht, so eine Kennzeichnung? Oder wird es der Handel machen? Was erwarten Sie? Ja, wenn der Handel da einen Vorteil sieht, dann wird er das ergreifen. Mir ist da ehrlich gesagt ein bisschen bange vor, aus den Erfahrungen im Bereich der Tierhaltung. Wir reden über einen verspätet abgegebenen Strategieplan, ja, aber der ist durch einen demokratischen Prozess gelaufen. Den hat eine Bundesregierung erarbeitet, dann haben da die Länder im Bundesrat darüber abgestimmt. Das dauert, das ist auch nicht immer für alle Beteiligten vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist, finde ich, demokratisch und das ist das, was der Handel dann mit seinen großen vier Ketten betreibt, ist das am Ende dann nicht. Und dann ist eben die Frage auch, wenn der Verbraucher mehr zahlen würde, das könnten die ja durchaus durchsetzen. Die Frage, landet das dann tatsächlich bei den Landwirten? Und da habe ich große Zweifel dran. Und wenn man überlegt, jetzt mal, also ich genieße die Natur, eine intakte Landschaft, da fragt mich ja in den meisten Fällen keiner nach dem Eintritt. Und wenn ich es konsumiere, dann nehme ich ja keinem anderen den Nutzen weg. Und das sind ja eigentlich die Merkmale öffentlicher Güter. Und da scheitern Marktlösungen dran, deswegen ja eben auch die öffentlichen Gelder dafür. Wenn der LEH es schaffen würde, dass die Verbraucher mehr zahlen und dann noch mehr Geld aus der Lebensmittelerzeugung so auch auf den Betrieben landet, würde ich mich dagegen überhaupt nicht wehren wollen. Aber mit Blick auf die Tierhaltungsdebatte bin ich da nicht euphorisch. Eher skeptisch. Okay, Professor Lakter-Schlurmann, zu Ihnen die Frage. Brauchen wir eine Kennzeichnung demnächst auch für Brot und Brötchen, weil das Getreide eben unter besonderen Ecoschemes-Regeln angebaut wurde? Kann das aus Sicht der Wissenschaft einen Mehrwert haben, einen Anreiz für Verbraucher, dann eben tatsächlich mehr zu zahlen? Also ich bin da sehr skeptisch. Alles, was wir jetzt sehen, ist ja, wo in den wenigen Fällen, wo Verbraucher mehr zahlen, das handelt sich um Nischen. Ja, das handelt sich um Nischen. Beim ökologischen Landbau und ökologisch erzeugten Produkten ist das etwas anders. Das ist ja nun nicht mehr unbedingt eine Nische. Da haben wir ja schon erhebliche Marktanteile. Da zahlen ja
die Verbraucher letztlich auch für die Gemeinwohlleistungen, die am Ökolandbau dranhängen. Aber ich bin da eher skeptisch, dass die wirklich für die Gemeinwohlleistungen zahlen, also für die Umweltleistungen, sondern die Mehrzahlungsbereitschaft bezieht sich auf das private Gut, was an diesem Produkt hängt, nämlich der Gesundheitsaspekt, gesunde Ernährung. Und dafür sind Leute bereit, mehr zu zahlen. Und gesunde Ernährung ist ja ein Gut, was den Leuten direkt zufließt, also privates Gut versus öffentliches Gut. Und insofern bin ich, glaube ich, skeptisch, dass wenn wir jetzt irgendwie ein Labeling-Programm machen für Brot aus Ecoscheme-Anbau, dass es da eine Mehrzahlungsbereitschaft für gibt, denn die Ökosystemleistungen, die da dranhängen, sind Gemeinwohlleistungen und bei Gemeinwohlleistungen versagt der Markt, das hatte Herr Dr. Krämer ja schon gesagt und deswegen müssen diese Gemeinwohlleistungen auch mit Gemeinschaftsmitteln, also mit Steuermitteln finanziert werden. Da kann der Markt nicht viel weiterhelfen, aus meiner Sicht. Okay, diese Einschätzung teilen viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Chat, die auch sagen, wir glauben irgendwie nicht so richtig an den Handel, dass der es regelt und wir glauben auch nicht, dass der Verbraucher am Ende zahlen wird. Vielmehr, Frau Dr. Nick, das ist vielleicht ein Appell, die Sie noch mitnehmen dürfen, ist die Herkunftskennzeichnung, die hier viele Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal das Beispiel sagen, wie Frankreich es jetzt angestoßen hat. Da ist der Wunsch hier im Chat auch, Mensch, setzt euch dafür ein. Ich glaube, die Ampel guckt da jetzt aber erst ein bisschen nach Brüssel und versucht eine europäische Lösung bei dem Thema anzustreben. Genau, also wir können eben nicht alles auf einmal und das Haus hat eben auch begrenzte Kapazitäten und wir haben ja darüber gesprochen, einiges ist ja auch in GAP gebunden. Deswegen haben wir gesagt, die Haltungskennzeichnung, das Gemeingut, Tierwohl ist den Menschen ein Anliegen, das wird jetzt erstmal vorne gestellt. Auch da werden wir nicht alle Tierarten direkt labeln können, sondern wir werden mit dem Schwein beginnen und werden dann versuchen, mit den anderen Tierarten auch zügig nachzuziehen. Das ist jetzt genau der Plan. Und wie das gesagt wurde, auch jetzt auch nochmal, dass eben auch Gesundheit ein großes Thema ist. Der Nutri-Score ist ja auch nochmal was, wo Menschen hinschauen und hingucken. Und natürlich, wenn wir uns die Ziele vorstellen, dann heute geht es hier auch um Landwirtschaft und Landwirtinnen und Landwirte, aber wir müssen natürlich immer die Verbraucherseite angucken. Und deswegen haben wir auch gesagt, Gemeinschaftsverpflegung, da werden wir auch viele Kräfte hinlenken, um eben da auch Regionalität, ökologische Landwirtschaft zu fördern. Auch da werden wir hoffentlich im Sommer dann schon einen Plan vorlegen können, um auch von der Seite zu gucken. Also das wichtige Thema ist, dass man es wirklich gesamtheitlich sieht, vom Acker auf den Teller und die gesamte Wertschöpfungskette. Wir haben heute vor allen Dingen auf die Landwirtschaft geguckt, aber das sind nicht die einzigen, die da Transformationsleistung bringen müssen, sondern die gesamte Kette bis zum Verbraucher muss da auch natürlich sich transformieren. Das finde ich ist auch fair und da müssen alle sozusagen mithelfen. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu einem Projekt, was wir noch ganz kurz gerne ansprechen möchten. Herr Röser vom BASF, sind Sie mit dem Lerchenbrot unterwegs. Der ein oder andere wird es vielleicht schon gehört haben, aber vielleicht nicht alle. Vielleicht können Sie uns in ganz wenigen Sätzen einmal darstellen, was da die Intention ist, weil es ja so ein bisschen die Kette quasi ist, die Frau Dr. Nick gerade beschrieben hat. Ja, im Grunde ist es genau diese Kette, die Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und auch ein Stück weit den Verbraucher mit dazu zu bewegen, für Umweltleistungen, in dem Fall Biodiversitätsleistungen, zu zahlen. Das Projekt ist relativ einfach. Landwirte legen verschiedene Biodiversitätsmaßnahmen an, wählen aus einer Liste, aus einer Checkliste von 10 Maßnahmen mindestens 3 aus, legen die an über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Im Weizen haben wir das gemacht, deswegen der Name Lerchenbrot im ersten Schritt. Der Weizen wird dann separat geerntet, wird separat in eine Mühle verfrachtet, dort separat bearbeitet, vermahlen und geht separat in 25 Kilo Behältnissen in eine Bäckerei. Und diese Bäckerei stellt ein Lerchenbrot her, das ist ein 750 Gramm Brot, was mit einem Biodiversitätsaufschlag von 10 Cent verkauft wird gegenüber den normalen 750 Gramm Broten. Und diese 10 Cent gehen an die Landwirte zurück, die da mitmachen, um weitere Biodiversitätsmaßnahmen anzulegen.
machen wir jetzt auch im Raps oder in Sommerbraugerste für ein Bier. Und das ist ein erstes Projekt. Aber es ist schwierig, den Endkunden dazu zu bekommen, dass er für diese Leistungen dann auch zahlt. Das geht am Anfang ganz gut, die Euphorie ist da. Aber dann ist, da gibt es einen guten Spruch vom Lebensmitteleinzelhandel, die Morale endet am Regal. Also es ist lange Überzeugungsarbeit, das zu machen. Und das könnte natürlich durch ein Label, wo die Umweltleistungen berücksichtigt werden, Aufmerksamkeit bekommen. Welchen Umfang hat das gerade, dass man so ein bisschen in der Dimension einordnen kann? Das Lärchenbrot? Lärchenbrot, ja. Also wir haben angefangen mit 40 Hektar Winterweizen, das ist eine kleine Menge, denkt man, aber das sind 600.000 Brote. Das ist für eine mittlere Bäckereikette und das ist es in dem Fall, ein Brot im Jahr verkauft. Wir haben das mittlerweile ausgeweitet auf knapp 500 Hektar Weizen, auf knapp 1000 Hektar Raps, also Biodiversitätsfläche drumherum und jetzt eben auf weitere Kulturen, wo das geht. Der nächste Start war jetzt Sommerbraugerste, da waren es im Pilot 4 Hektar und wird sich jetzt auch weiter ausweiten. Genau, also kleine Projekte, die aber zumindest im kleinen Rahmen ein bisschen Hoffnung machen, dass der ein oder andere Verbraucher auch gewillt ist, ja, dafür zu zahlen. Aber ich denke, eine wichtige Frage wird wirklich sein, wie wird der Lebensmitteleinzelhandel da auch reagieren? Ja, man erkennt heute schon auf den Verpackungen diverse Umwelt-, CO2-Etiketten und geht davon etwas an die Landwirte über oder müssen die Landwirte zusätzliche Herausforderungen erfüllen? Und dann muss es ja die Aufgabe sein, so sehen wir auch unsere Aufgabe, die Landwirte zu befähigen, das auch zu erfüllen zu können. Und zwar so, dass sie immer noch betriebswirtschaftlich davon leben können und dass die Biodiversität oder das Klima dann auch geschützt werden. Ja, und das ist natürlich eine gute Frage, wie geht es da weiter und wer zahlt das am Ende auch? Denn Frau Nick hat das wunderbar gesagt, immer wenn ich sage, Biodiversität und Klima sind gesellschaftsrelevante Themen, da kriege ich eine Schelte, aber ja, es sind Gesellschaftsleistungen, die hier erbracht werden müssen und dafür müssen Anreize geschaffen werden, dass sie auch erbracht werden können von den Landwirten. Okay, mit Blick auf die Zeit, wir haben schon etwas überzogen, aber das zeigt irgendwie, dass es eine lebhafte Diskussion war und vor allem, weil es viele Fragen auch im Chat waren, die wir unbedingt mit einbinden möchten, möchte ich jetzt trotzdem zum Abschluss der Veranstaltung kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die wirklich aus meiner Sicht sehr konstruktive und hilfreiche Diskussion bei Ihnen, Frau Dr. Nick, und bei Ihnen, Herr Professor Dr. Akta Sturmann, digital zugeschaltet. Aber natürlich auch hier im Studio, Herr Dr. Krämer, Frau Dr. Nadra, Herr Röser. Das war ganz klasse, fand ich. Ein großes Dank und Lob geht aber auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe es gerade gesagt, im Chat war richtig was los. Es sind viele, viele Fragen reingekommen. Wir haben so viel wie möglich eingebaut, vermutlich aber nicht alle, sehen Sie uns nach. Aber ganz herzlichen Dank, denn sowas ist immer das Salz in der Suppe, wenn eben Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Statements, ihre Fragen mit reinbringen. Und auch die beiden Umfragen, die wir gemacht haben, haben, glaube ich, nochmal ein ganz klares Meinungsbild mitgebracht für alle, die mit dabei waren und uns gesehen haben. Persönlich nehme ich von heute Abend mit, zum einen, die Landwirtschaft hat eine große Verantwortung beim Thema Biodiversität. Ich glaube, das ist klar geworden. Und viele Landwirte sind bereit, mehr Leistungen für Biodiversität zu erbringen. Ich habe einen großen Konsens hier bei allen Diskussionsteilnehmern gespürt, dass Landwirte auf der einen Seite mit der Erzeugung von Lebensmitteln Geld verdienen sollen, aber eben auch mit Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Das war ein großer Konsens. Wir haben aber auch festgestellt, naja, so ganz rund ist es da noch nicht, es knirscht an der einen oder anderen Stelle noch. Wir gucken alle gespannt auf den nationalen Strategieplan, was da drin steht und ob die ein oder andere Knackpunkt, wie zum Beispiel die Kombinierbarkeit von Eco-Schemes mit Maßnahmen in der zweiten Säule, gelöst werden können. Denn es zeichnet sich ab, dass gerade intensiv wirtschaftende Betriebe aktuell noch deutliche Verluste im Einkommen hinnehmen müssten und auch die Auswahl der Eco-Schemes, so wie sie jetzt ist, eher unattraktiv ist. Es kommt also viel
auf die zweite Säule an, auf das, was NRW macht. Wir haben herausgearbeitet, was da entscheidend ist. Hängen geblieben ist mir zum Beispiel, dass fürs Grünland noch relativ wenig Angebote gibt. Und hängen geblieben ist mir auch, dass Frau Dr. Nick das Signal gegeben hat, naja, wir wollen eine Kombinierbarkeit zulassen, dass eben Eco-Schemes, die vielleicht noch nicht so attraktiv sind, durch Programme der zweiten Säule aufgestockt werden können, um eben attraktiv zu sein. Ich habe auch mitgenommen, dass die Ampelregierung im kommenden Jahr eine Evaluierung, einen Blick auf die GAP werfen will und möglicherweise das eine oder andere dann schon noch ändern oder anpassen möchte und jetzt auch schon zumindest gedanklich in den Planungen für 2027 ist, wenn dann eben diese Förderperiode ausläuft und die nächste startet, damit es insgesamt, vielleicht ist es ja möglich, einen etwas pünktlicheren Prozess hinzubekommen, was aber jetzt in dem Fall nicht an Deutschland lag, sondern dass wir 2 Jahre hinterherhängen, war dem EU-Prozess geschuldet. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten hier und wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt einen schönen guten Abend, alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Das ist in diesen Zeiten das Allerwichtigste. Machen Sie es gut.